Wunderschönen guten Sonntagmorgen. Es ist wieder Live-So-Long-Zeit. Ich bin Anna von Einfach Nähen und hier auf meinem Kanal wird heute live genäht. Und zwar sowas hier, ein Patchwork-Kissen. Habe ich ehrlicherweise so in der Form noch nie vorher ausprobiert. Das ist mein allererstes Mal gewesen, als ich mich hier für diesen Live-So-Long vorbereitet habe. Wer sich damit aber mega gut auskennt, das ist die liebe Barbara von Das mache ich nachts, die zufälligerweise heute mein Gast hier im Live-So-Long ist. Herzlich willkommen, liebe Barbara. Hallo, liebe Anna, vielen Dank, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich riesig, heute mit dir zu nähen, beziehungsweise für mich ist das Neuland, weil ich nähe ja gar nicht. Ich leite dich an und ja, ich freue mich drauf. Das stimmt, für alle, die dich noch nicht kennen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es noch viele gibt, die dich nicht kennen. Magst du dich mal vorstellen, was man bei dir auf dem Kanal so alles findet? Sehr gerne. Ich bin eigentlich kein klassischer YouTuber. Ich habe angefangen mit einem Blog und ich habe angefangen als ganz viele, als junge Mutter und die Freizeit ist begrenzt und ich habe eben immer in den Abendstunden genäht und da lag der Name, das mache ich nachts, so ein bisschen auf der Hand. Das war eben abends um 10 habe ich angefangen zu nähen. Aus dem Blog heraus habe ich ein Unternehmen gegründet. Das hat angefangen mit Abo-Boxen rund ums Nähen. Inzwischen haben wir auch einen Online-Shop und einen YouTube-Kanal und der ist im Moment etwas ruhiger, als mir lieb ist. Corona-bedingt sind wir alle sehr gefordert im Moment. Aber grundsätzlich ist auch YouTube inzwischen bei uns ein Thema. Und auch wir haben Live-Solos. Also immer einmal im Monat nähen wir gemeinsam ein Schnittmuster. Nicht wie du in 2 Stunden, sondern wir verteilen das auf mehrere Abende. Also das war die sich dort zusammenfinden, das ist die Nähgang. Und unglaublich liebe Menschen. Wir haben sehr viel Spaß bei unserem Live. Und jeder, der da mit dabei sein will, ist herzlichst eingeladen. Am Dienstag geht es bei uns wieder los. Und was man dazu sagen muss, was uns beide nämlich enorm unterscheidet, du bist mit Patchworken und Quilten unterwegs. Davon habe ich wirklich überhaupt so null Ahnung. Ich habe irgendwann mal ein paar Vierecke zusammengenäht und daraus irgendwie eine Krabbeldecke gemacht. So macht man das ja dann auch als Neumutti. Aber ansonsten habe ich damit überhaupt nichts zu tun. Und Accessoires und Ähnliches werden bei mir ja auch ganz, ganz selten genäht. Bei mir geht es ja normalerweise um Klamotte. Aber du bist für mich die absolute Patchwork- und Quilting-Queen. Vielleicht sind ja doch welche dabei. Da meinst du besonders gut mit mir. Ich bin mit großer Begeisterung dabei seit vielen Jahren. Also Patchwork macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich nähe aber auch Taschen. Also wir nähen ganz viele Projekte eben auch in diesem Bereich. Ich selbst nähe auch Bekleidung. Allerdings ist das nicht Thema auf im Live oder so. Also da ziehe ich den Hut, wie du das machst mit Schnittanpassungen und so live. Wow. Also das wird es bei uns nicht geben. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass Menschen etwas für sich tun in einem ruhigen Moment. Mir tut Nähen wahnsinnig gut. Das ist ein perfekter Ausgleich. Und wenn also jemand gerne mal abends einfach runterkommen will, nicht nachdenken, einfach nähen, da ist Patchwork im Grunde ideal. Du musst zwischendurch nichts anprobieren. Du nähst einfach und kommst da so ein bisschen in Flow. Und insofern habe ich das unheimlich gern. Ich arbeite auch unheimlich gern mit Farben, mit verschiedenen Stoffen. Und da ist ja Patchwork prädestiniert. Ich wollte gerade sagen, also wenn man so sich das Kissen mal von mir anguckt, das sind ja jetzt einfach stinknormal nur irgendwelche also sind Dreiecke aneinander getackert, die dann irgendwann ein Kissen ergeben. Die Vorlage konntet ihr euch bis 10 Uhr hier auch auf meiner Seite herunterladen. Jetzt ist mittlerweile das Schnittmuster für die Dreiecke weg, aber wir fanden es doch ein bisschen hilfreicher, wenn ihr eine Vorlage habt, die ihr ausschneiden könnt. Ich habe dazu für das Kissen heute eine alte Jeans vom Kamerakind Jonas auseinandergeschnitten. Es hat tatsächlich für 21 Dreiecke gereicht, dass ich daraus heute ein Kissen mache, also aus Hose ein Kissen. Aber das ist ja jetzt, sag ich mal, ein Anfängerprojekt. Und du hattest mir aber andere Sachen gezeigt, denn das finde ich eigentlich viel, viel faszinierender, was man mit Patchwork noch alles machen kann. Patchwork bedeutet ja, dass man verschiedene Stoffstücke so aneinander näht, dass sich nachher ja ein schönes Muster ergibt. Magst du mal die Sachen zeigen, die du mir eben auch gezeigt hast, die du da noch hast? Also streng genommen, viele sagen, seid ihr eigentlich bekloppt? Ihr nehmt Stoff, schneidet auseinander und fudelt ihn wieder zusammen. Wo ist der Sinn? Nee, man kann mal ganz tolle Sachen mitmachen. Ich zeige jetzt mal verschiedene Dinge. Das hier ist zum Beispiel ein Schnittmuster aus unserer November-Box.
Das wird tatsächlich auf Papier genäht, damit man ganz, ganz akkurat ist. Die Stoffe kennen vielleicht manche aus unserer Weihnachtsbox. Also das ist zum Beispiel etwas, was man als Patchworker machen kann. Dann gibt es auch, ich zeige euch mal etwas, was zum Beispiel bei Kindern total beliebt ist. Das hier ist also tatsächlich, na, wie rum? Das ist also, da, du kannst also auch ganze richtige große Muster zusammensetzen. Also das hat meine Mitarbeiterin Jessica genäht für ihre Tochter zu Weihnachten. Ein weiteres, ich muss ja mal ein bisschen wuseln, Schnittmuster. Ja, das finde ich ja mega gut, ne? Der Kekspool. Da kannst du einen ganzen Quilt draus nähen. Das ist auch ein Kissen für ein Jungszimmer gewesen. Also du kannst mit Patchwork eine ganze, ganze Menge anstellen. Und das hier ist jetzt schon etwas raffinierter in der Herstellung. Was mir aber wichtig ist, auch wenn wir jetzt heute mit etwas vergleichsweise Banalem anfangen, mit Dreiecken, die Techniken, die wir da jetzt heute besprechen, die sind total wichtig, wenn die Dinge etwas kleinteiliger werden. Weil bei Patchwork geht es schon um Präzision. Damit so ein Muster am Ende aufgeht, muss man ordentlich arbeiten. Dann ja, da sage ich gleich noch was zu. Du tust dir einen Gefallen, wenn du von Anfang an akkurat arbeitest. Und du tust dir auch einen Gefallen, wenn du direkt von Anfang an wirklich dir so ein paar Grunddinge angewöhnst beim Patchworken. Weil manche Dinge sind dir vielleicht grundfremd und vielleicht nervt dich das auch, wenn beim Kleinen das dann vielleicht manchmal schneller geht, wenn man diese Schritte nicht beachten muss. Aber es ist doch ein bisschen ärgerlich, wenn du am Ende hier so ein Schuh nähst und der geht einfach nicht auf. Ja, also das ist schon doof. Insofern, ich bin heute hier, um dir diese Grundlagen einmal mit auf den Weg zu geben, was du daraus machst. Ja, du bist sozusagen, du führst meine Hände heute. Also ich bin ganz aufgeregt, weil ich glaube, es ist noch kein Live-So-Along gewesen, wo ich so akkurat in der Vorbereitung gewesen bin, was den Zustand anbelangt. Also ich habe wirklich... Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Also ich finde, wenn man das mal so sieht, die sehen schon sehr kompakt aus. Also selbst wenn ich das auch umdrehe, naja, jetzt ist es hier ein bisschen verrutscht, aber die sind fast alle gleich groß. Ich habe mich wirklich bemüht. Ich habe mit Rollschneider zugeschnitten, ich habe mit Lineal zugeschnitten. Ich habe im Zweifelsfalle auch nochmal das Schnittmuster neu ausgedruckt, weil ich bei der einen Seite etwas abgeschnitten hatte. Und damit es nicht immer kleiner und kleiner wird, habe ich es nochmal gemacht. Weil ich nämlich in der Vorbereitung bei diesem hier gemerkt habe, wie enorm wichtig das ist. Also es sieht ja ganz gut aus. Ich finde dafür, dass ich es das erste Mal gemacht habe, habe ich es ziemlich gut getroffen. Die einzige, wo haben wir eine Ecke, die wollte halt nicht, das ist die hier oben. Die wollte nicht so ganz gut zusammentreffen. Und da habe ich auch tatsächlich gemerkt, die Spitzen waren dann plötzlich unterschiedlich hoch und so weiter, einfach weil ich beim Zuschnitt der Dreiecke ein bisschen geschludert habe. Also ist es tatsächlich wichtig. Ich erzähle aber jetzt, bevor wir weitermachen, noch mal ein bisschen die Spielregeln, wie es denn heute überhaupt hier abläuft. Ich habe nämlich eben im Chat gesehen, dass da auch einige das allererste Mal heute live mit dabei sind. Das freut mich natürlich tierisch, dass die Einfach-Nähen-Familie immer mehr wächst. Ihr hattet, wie gesagt, bis 10 Uhr Zeit, euch die Vorlage runterzuladen, 21 Schnittmuster Schnittteile, Dreiecke auszuschneiden und die nähen wir jetzt gemeinsam. Bitte? Entschuldigung, ich möchte an der Stelle einmal sagen, dass in unserem Newsletter ein Fehler war, weil das jetzt im Chat auch schon ein Thema war. Ich wollte 40x40 Kissen schreiben und habe 40 Dreiecke geschnitten in unserem Newsletter. In Annas war natürlich alles korrekt. Du hast also, wenn du meiner Anweisung gefolgt wirst, ein paar Dreiecke über. Du könntest entweder zwei Kissen daraus machen oder ein 50-50 Kissen. Das geht auf meine Kappe. Also diejenigen, die meiner Anleitung oder meiner Aussage gefolgt sind, haben jetzt ein paar mehr Dreiecke, als gebraucht sind. Dann macht man halt Vorder- und Rückseite oder was auch immer. Das ist ja nicht weg. Man kann ja andere schöne Dinge machen, hat im Zweifelsfall auch zwei Kisten mit einer ähnlichen Optik. Das ist vielleicht auf dem Sofa auch gar nicht so verkehrt. Aber für alle, die jetzt live mitnähen, ist es tatsächlich so, dass ihr jederzeit auch auf Stopp drücken könnt bei diesem Stream. Also falls euch irgendwie was schiefgegangen ist oder sowas, dann könnt ihr auch jederzeit wieder zurückspulen. Wenn du dir das Ganze hier in der Wiederholung anguckst sowieso, dann kannst du vor, zurück hüpfen, wie immer du möchtest. Wir versuchen so ordentlich und langsam und ausführlich wie möglich die ganzen Anlagen zu machen. Wie gesagt, Barbara leitet meine Hände. Ich tue, was sie sagt, weil davon habe ich tatsächlich nicht so sonderlich viel Ahnung von der ganzen Geschichte. Wir brauchen heute mal das Bügeleisen
haben wir eben das Bügelbrett da drauf gestellt. Ist ja auch eher selten, dass ich das bei mir benutze, auch wenn man bei Kleidung nähen etwas häufiger bügeln sollte. Aber ich bin ja nicht so ein Bügelfreund. Ich habe die Nähmaschine mit einem ganz normalen Geradstich eingestellt. Ich habe die Vorder- und Rückseiten für das Kissen, also die beiden Rückteile, habe ich hier jetzt schon einmal mit der Overlock versäubert, zumindest an einer Stelle. Das habe ich jetzt einfach vorher gemacht, habe ich aber mit Barbara schon besprochen, muss man gar nicht machen. Da war ich ein bisschen zu schnell. Dazu kommen wir aber später. Ich würde vorschlagen, ich habe hier meine 21 Dreiecke und wenn ich dich richtig verstanden habe, liebe Barbara, geht es jetzt eigentlich erstmal damit los, diese in drei Reihen A7 Stück hinzulegen, sodass wir die dann in Kette nähen können, richtig? Ha, ich habe zugehört. So ist es. Dann fange ich damit mal an. Das ist du kannst ja reden und ich lege, richtig? Wie bitte? Also ich lege und du redest. Genau. Das Gut. ist enorm hilfreich, wenn du dir das Muster einmal auslegst, damit auch die Verteilung deiner Farben stimmt. In Annas Fall ist das jetzt gar nicht so schwer, weil sie hat sich für genau eine Farbe entschieden. Wenn du aber sagst, ich habe hier liebgewonnene Reste, die will ich einarbeiten, dann würde ich dir empfehlen, es einmal komplett auszulegen, damit vor allem dunkle und helle Töne sich ein bisschen abwechseln, nicht zwei selbe Farben und gleiche Farben nebeneinander liegen, außer du möchtest das. Also einmal komplett alles im nicht genähten Zustand auslegen. Danach ist das auch sehr hilfreich. Also dann bleiben wir in diesem Prinzip. Und zwar nähen wir die Teile in Kette zusammen. Das ist ein Prinzip, das im Patchwork relativ üblich ist und was enorm zeitsparend ist. Und die Anna legt jetzt hier, wie gesagt, sie hat sich's einfach gemacht mit einer Farbe. Wobei, man muss sagen, dadurch, dass du so Schattierungen hast, auch damit kann man ja arbeiten. Ne? Ein paar Teile sind heller als andere. Das heißt, du könntest jetzt auch nochmal hin und her switchen, die Teile, falls du irgendwie die etwas verteilen willst in dem Kissen. Ja, ich muss ja auch gucken, wir wollen das ja nachher so, dass die Spitzen ja aufeinandertreffen und damit das da so ein bisschen sich abwechselt. Genau. So, also das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der allererste Schritt. Dann fangen wir an. Du legst noch, okay. Ich lege noch, ich habe noch eine dritte Reihe. Und bis ich mich dann mal entschieden habe, ob das denn dann tatsächlich auch so ist, wie ich das haben möchte, weil ich sehe zum Beispiel, hier habe ich sehr viele Teile aus dem Knie ausgeschnitten, sodass es an der Stelle mir etwas zu hell ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also ich muss jetzt hier noch mal ein bisschen puzzeln. Und das ist auch, nimm dir Zeit, auch du zu Hause, nimm dir Zeit für die Verteilung. Also das beeinflusst dein Ergebnis enorm und jongliere da so ein bisschen rum. Ich jongliere auch immer rum zwischen größeren Mustern und kleineren Mustern. Ich finde es nicht so schön, wenn zwei große Muster nebeneinander liegen. Ich würde da immer etwas ruhigeres nochmal dazwischen setzen. Ich würde mich darum bemühen, dass wenn jetzt ein besonders dunkler Stoff ist, dass der sich auf alle drei Reihen verteilt, dass nicht zwei davon aneinander stoßen. Also das, da würde ich jetzt einen Moment investieren zum Rum. Probieren. Bis du eben sagst, ja, das ist es, so will ich es haben. Ich glaube, gleich habe ich mein Puzzle soweit. Sehr gut. So, da meinst du hier an der Stelle, ich kann mal eben gucken wegen der Kamera, dass ich das lieber hier abwechselnd machen sollte, dass das da das Dunkle hinkommt. Das ist am Ende des Tages Geschmackssache. Ich finde es immer schön, wenn nicht zwei Teile aufeinandertreffen. Also ich würde schauen, dass die Kniestücke sich wirklich auf alles sich verteilen. Gut verteilen, ne? Das jetzt gut gefallen. Was sagst du? Ich gucke nochmal, weil hier sind ja jetzt jeweils zwei. Ich glaube, das tausche ich noch einmal. So und so. Ja, ich glaube. Was sagt ihr denn da im Chat? Beim Legen der Dreiecke auf den Fadenlauf achten muss. Liebe Gudrun, das musst du nicht. Wir arbeiten beim Patchworken in aller Regel mit nicht dehnbaren Stoffen. Die werden mal längst mal breit ausgeschnitten. Das ist eigentlich nicht so entscheidend. Es wäre ganz gut, wenn du sie nicht im diagonalen Fadenverlauf zuschneidest, weil dann wird der Stoff elastisch und das ist beim Patchwork keine gute Sache. Wobei das bei den Dreiecken ja schwierig ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, weil genau das Problem hatte ich nämlich, oder nicht das Problem, sondern ich habe tatsächlich einfach losgelegt und auch ab und zu das mal gedreht, weil bei einem Dreieck hast du ja automatisch irgendwo schräge Seiten. Also deswegen ist es bei den Dreiecken tatsächlich egal, ne? Ja, aber grundsätzlich ist das schon etwas, was man beim Patchwork tendenziell verhindern sollte. Es gibt auch Möglichkeiten, den Stoff nochmal zu stabilisieren. Viele arbeiten da mit Sprühstärke.
Also das, damit kannst du den Stoff im Zweifel fixieren, wenn dir das zu rutschig wird. Es gibt ja auch besonders so Leinenstoff oder so, sind dann auch sehr übel, weil die in sich schon so ein bisschen Elastizität haben. Also klassischer Petrostoff ist nicht elastisch und den kannst du in alle Seiten zuschneiden. Das ist bei manchen Schnittmustern auch tatsächlich so gewollt. Barbara, ich glaube, wir sollten loslegen, weil ich sonst immer weiter hin und her schiebe und ich dann zu keinem Ergebnis mehr komme. Das ist ja ganz schlimm. Dann fangen wir jetzt oben in der Ecke an. Oben links. Du fängst jetzt oben in der Ecke an, legst die ersten beiden Teile aufeinander. Ja. Und zwar mit den langen Seiten. Genau. Ja. Jetzt das, genau, dann möglichst akkurat, dann legst du sie dir nochmal hin und machst das mit der ganzen Reihe. Du legst also jetzt immer die Teile aneinander, die du aneinander nähen willst und baust quasi Zweierstücke. Wollen wir einmal kurz sprechen, was da unter deiner Nähmaschinennadel liegt? Ja, genau, deswegen, da wollten wir jetzt gerade auch nochmal was zu sagen. Genau, also im Patchwork-Bereich ist es normalerweise üblich, mit einer Viertel-Inch-Nahtzugabe zu nähen. Das ist das amerikanische Maß. Das haben wir hier nicht getan. Wir haben also eine deutsche Nahtzugabe genommen, damit es möglichst vielen jetzt leicht fällt. Entscheidend ist nur, dass sie immer gleich ist. Und damit das Muster bei dir aufgeht, könntest du jetzt einfach die Vorlage unter deinen Nähfuß legen, die Nadel runterlassen und schauen, ob das genau aufgeht, ob deine Nadel genau auf den schwarzen Strich trifft und genau dein Füßchen bündig ist. Sollte das nicht der Fall sein, kannst du jetzt einfach deine Nadel ein klein bisschen nach links oder rechts verstellen, bis es passt. Und dann nähst du alles in diesem Maß, okay? Ich musste meine Nadel jetzt oder meinen Schnittmuster jetzt noch mal ein bisschen schieben, weil das, bei mir passt es tatsächlich exakt. Ich habe es gestern auch noch mal mit dem Handmaß ausgemessen. An der anderen Seite hatte ich nur offensichtlich was abgeschnitten. Also bei mir trifft die Nadel jetzt genau auf die schwarze Seite. Wenn man natürlich irgendwie ein anderes Maß dann hat, dann muss man mit der Nadel das entsprechend auch wieder anpassen. Also alles, was man an Nahtzugabe dazu gibt, muss nachher auch genau auf einen Millimeter verschwinden, damit es nachher auch tatsächlich ein richtig schönes Muster gibt. So, meine erste Frage, liebe Barbara. Ja, verriegeln oder nicht? Und fange ich direkt am Anfang an oder fange ich irgendwo, nähe ich die komplette Reihe oder lasse ich den Zentimeter an Nahtzugabe oben frei und nähe ihn nicht zusammen? Beim Patchworken verriegeln wir nicht. Das Einfachste ist, du nimmst dir eine Hebamme, startest mit deiner Hebamme, weil sonst kann es dir auch schon mal passieren, dass die ersten Stiche so ein bisschen den Stoff fressen. Am einfachsten ist, du fängst auf einer Hebamme an und nähst dann weiter auf deinem Stück. Gut, ich habe jetzt hier meine Hebamme am Nähfuß mit dran. Ansonsten, wenn ich weiß, was eine Hebamme ist, kann ich mal eben noch mal zeigen. Das ist einfach ein Stück Stoff. Du kannst in deine Restekiste greifen. Du fängst also auf irgendeinem Reststück an, in der Mitte, fängst an zu nähen und führst dann erst den Stoff runter, den du eigentlich nutzen willst. Das sorgt für besonders schöne Anfänge. Und wir verriegeln beim Patchwork nicht, weder vorne noch hinten, einfach durchnähen. Genau, und wer nämlich jetzt... Aus Zeitersparnisgründen nennt man Kettennähen. Das heißt, wir nähen alle Dreiecke, wir legen uns die Pärchen und nähen dann die Pärchen aneinander. Wenn du ein Dreieck zu Ende genäht hast, nähst du ein bisschen in der Luft weiter, dann entsteht eben diese Kette, die wir später einfach durchschneiden. Und das Gute am Kettennähen ist zum einen, es ist eine enorme Zeitersparnis. Und zum anderen kommst du mit deiner Reihenfolge nicht durcheinander. Weil wenn du dir das gleich wieder auslegst und die Ketten durchschneidest, hast du exakt die Reihenfolge, die du am Anfang ausgelegt hast. So, für alle, die jetzt auch so ein schönes Nähfüßchen haben wie ich, hier ist nämlich hinten dieser schwarze Knopf dran und den kann man nämlich als Hebammenersatz benutzen, deswegen nur als Erklärung. Ich zeige das jetzt einmal mit dieser Hebamme und ansonsten arbeite ich mit dem Nähfüßchen aber. Also, ich habe hier diese kleine Rolle, die ungefähr das Niveau hat von dem Teil, was ich jetzt gleich nähe. Und damit nämlich das Nähfüßchen auf einem Niveau ist, legt man hinten was drunter. Wenn ich das nämlich nicht tun würde, ich übertreibe mal, dann würde das Ganze so aussehen. Und dann kann ich nämlich genau an der Kante anfangen zu nähen und das wird direkt transportiert und ich habe hier kein Problem, dass der Nähfuß mir alles nach vorne schiebt. Jetzt habe ich aber, bei meiner Maschine gibt es auch andere Hersteller, die das haben und andere Füßchen, diesen schwarzen Knopf. Dann nehme ich das Nähfüßchen hoch, schiebe den schwarzen Knopf hinten rein, sodass es einrastet. Und wenn ich jetzt das runterlasse, bleibt das Nähfüßchen auf gleichem Niveau und dann ist das quasi auch mein automatischer Höhenausgleich, den ich mit dabei habe. Also wenn du das nicht hast, dann nimm dir ein Stückchen Stoff oder vielleicht hast du von Schnittenliebe auch so einen schönen Höhenausgleich, den kannst du dafür auch hervorragend dann benutzen. Wichtig ist nur, dass irgendwie der Nähfuß am Anfang und am Ende eben nicht den Stoff zu sehr knubbelt. So,
in der Zeit, wo ich jetzt dreimal was erzählt habe, ist mir natürlich wieder verrutscht. Es gibt gerade im Chat ein paar Fragen. Also ich nutze als Hebamme wirklich einen alten Stoffrest. Mir geht es gar nicht darum, einen Höhenausgleich auszugleichen. Den hat man beim Patchworken normalerweise nicht, wenn man jetzt nicht mit Jeans arbeitet. Mir geht es um den sauberen Nahtanfang. Und deshalb fange ich auf so einem einfachen Läppchen an, irgendwas übrig gebliebenes und nähe dann los. Damit schon vom ersten Stück an das Schnittbild gut ist. Die zweite Frage, die gerade kommt, ist, mit welcher Stichlänge wir nähen. Beim Patchworken nähen wir klassischerweise ganz normal 2,5, relativ schmal. Gott, ich hatte 2,4 eingestellt. So, und ich nähe jetzt genau Nähfüßchen breit, das heißt, die Stoffkante läuft jetzt exakt hier an meinem Nähfuß entlang. Genau. Das sieht im Bild ein bisschen anders aus, weil sich das da so komisch spiegelt. Das sieht immer aus, als würde das da noch ein bisschen runtergehen, aber das ist tatsächlich, wenn ich von oben drauf gucke, hier exakt bündig. So, ich bin jetzt am Ende, nähe jetzt hier raus ein paar Stiche. Du nähst so. Dabei weg, genau. Ja, jetzt nehme ich mir die nächsten zwei. Jetzt legst du das nächste Stück an. Also, ich lege die wieder rechts auf rechts aufeinander. Jetzt darauf achten, wir haben bei der Schnittvorlage ja, eine etwas kürzere Seite. Und das ist jetzt wichtig, dass du die richtigen Seiten zusammennähst, sonst fängst du an, einen Kreis zu bauen. Okay? Ich habe die ja, so wie sie gewesen sind, rechts auf rechts gelegt. Genau. Und jetzt nähst du sie einfach der Reihe nach in dieser Methodik aneinander. Barbara, du hast den Chat im Blick, weil dann kann ich mich hier auf das Friemeln konzentrieren. Das ist tatsächlich anstrengender als gedacht. Da wird jetzt mehrfach gefragt, warum denn jetzt das Schnittmuster nicht mehr erhältlich ist. Und ich kann euch anbieten, dass wir es in unserem Schnittmuster nochmal rum, in unserem Newsletter nochmal rumschicken. Also für diejenigen, die jetzt sagen, mein Gott, das ist ja doch mein Ding, hätte ich nicht gedacht, die können das dann nochmal darüber runterladen. Also das kann ich jetzt gerade nicht sicherstellen, aber das wird es im Nachgang nochmal geben. Und dann kannst du dir das ja auch im Nachgang hier nochmal anschauen und dann nochmal mitnähen. Also wir schicken es dir nochmal. Die Vorlage ist im Grunde genommen ein Dreieck mit der entsprechenden Nahtzugabe, eine etwas kürzere Seite, zwei etwas längere. Und dazu kann ich aber was sagen, warum das Schnittmuster nicht da ist. Es geht ja darum, dass wir hier gemeinsam nähen. Und normalerweise reden wir ja nicht hier über ein Dreieck, sondern über ein Schnittmuster. Und das muss vorbereitet werden. Und wir wollen ja hier gemeinsam live nähen. Und deswegen geht es darum, dass vorbereitet wird. Und jeder, der sich das innerhalb einer Stunde vorher erst runterlädt, hat keine Chance mehr, sich das wirklich dann auch nochmal vorzubereiten. Und es geht tatsächlich ums gemeinsame Nähen und nicht, dass wir hier kostenlos irgendwelche Schnittmuster verteilen. Also das nur nochmal als Erklärung, weil darum das immer eine Stunde vorher rausgenommen wird. Liebe Barbara, ich habe jetzt dreimal zwei zusammengenäht, habe aber, weil wir ja bei sieben sind, jetzt noch eins übrig. Was mache ich denn damit? Das lasse ich jetzt da liegen. Du beendest jetzt mal deine Reihe. Du kannst jetzt einfach abschneiden. Okay. So, und jetzt legst du dir das wieder aus und achtest darauf, dass dein erstes auch tatsächlich oben rechts ist, damit die Reihenfolge richtig ist. Dann kannst du deine Teile durchschneiden, das Ganze aufklappen. Tja, einmal, das passt schon mal. Zweimal. Eben. Dreimal. Ich glaube, das hatte ich aber so rum. Zweimal, viermal. So, und im nächsten Schritt, also ich hätte jetzt die alle einmal durchgekettet, ne? Also ich hätte jetzt die komplette Reihe alle einmal, die ein Zweierpaar ergeben, hätte ich zusammengenäht. Aber so ist es ein bisschen einfacher zu verstehen. Und jetzt setzt du wieder die nächsten Paare zusammen. Das heißt die zwei auf zwei. Genau, du setzt den und darauf, und jetzt kannst du an der anderen Seite das Einzelstück ansetzen. Ja, und das heißt, ich klappe jetzt aber die Nahtzugaben so weg, dass ich die nicht mitnähe, oder wo klappe ich die hin? Also ich gehe mal unter die Maschine, weil den einen habe ich ja, da kann ich ja die Nahtzugabe hier rüber klappen. Moment, das muss ich zusammennähen. Mhm. Weil wenn ich ja jetzt hier bin, nähe ich entweder die Nahtzugabe fest oder dahin. Ich will dich nicht schocken, aber wir Patchworker würden jetzt schon anfangen zu bügeln. Ja, warum sagst du mir das denn nicht, ihr Patchworker? Du bist ja eine Troller hier. Ich trau mich nicht. Mich einfach. Ja, hallo? Du musst mir sagen, was ich zu tun habe. Barbara! Du musst mich nicht schocken, du musst mir sagen, was ich zu tun habe. Ich habe keine Ahnung von dem. Also, ich nehme mir jetzt mein schickes Surfbrett, mein Bügelbrett. So, lege mir die Teile, die ich habe, hier jetzt einmal so drauf. So will ich sie nachher zusammennähen, sonst werde ich wieder wuschig, weil ich wieder nicht weiß, wohin. So. Genau, das ist nämlich jetzt ein bisschen die Kunst, im Blick zu behalten, dass du jetzt nicht die Reihenfolge durcheinander bringst. Ja, so ist es nämlich. Okay. So. So, klapp mal die Teile auf, dass du die Nahtzugabe siehst. Also andersrum. Also jetzt, bleib mal, wo du bist. Bleib mal, wo du bist. Dreh nochmal um. Ja.
Okay. Und jetzt klappst du die so auf, dass du die Nahtzugabe sehen kannst. Okay. So. Du klappst ihn um. Genau. Ja. Ja. Bitte. Ah, das, so. Genau. Und das Erste, was du jetzt tust, ist, du nimmst dein Bügeleisen, das möglichst heiß ist und gerne auch Dampf haben darf. Ja. Und du stellst es auf diese Naht. Du machst nicht die übliche Bügelbewegung, du stellst es drauf. Ja, habe ich. Das ist dein erster Schritt. Bis es brennt oder vorher runter? Alle drei Teile. Das machst du jetzt einmal mit allen drei Teilen. Okay. Und jetzt klappst du das Teil wieder um. Und jetzt und stellst wieder mit drauf. Einer Bewegung quasi von der Unterseite zur oberen. Genau, du gehst einmal so nach rechts, genau, und stellst es wieder drauf. Diese Bewegung stellt sicher, dass das wirklich richtig plan ist. Okay? Ja. Genau. So, und jetzt wieder drüber ziehen. Richtig drüber ziehen, drauf stehen lassen. Ja, habe ich. Und dann wieder aufklappen. Nee, ich versuche nicht zu bügeln. Ich soll ja hier zur Seite. Du hast ja gesagt, ich soll erstmal von unten nach oben bügeln. Das habe ich ja gemacht. Also so, ne, das ist ja. Du stellst es drauf und dann ziehst du es über die Nahtzugabe nach rechts. Ja, das versuche ich ja gerade. Ich stelle es drauf und ziehe es über die Nahtzugabe. Genau. Nein? Genau. Ja, und dann, wenn es dann ist, dann stelle ich es nochmal drauf. Okay. Und jetzt müsste das ziemlich schön plan sein. Jetzt ist das ziemlich schön plan, definitiv. So. Wenn wir das jetzt haben, jetzt fange ich nochmal an, diese zwei da drauf zu legen. Die wollte ich festnähen. Gut. Das Entscheidende beim Patchwork ist das Bügeln. Das Bügeln. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe Bügeln gehasst, bevor ich mit Nähen angefangen habe. Und als ich irgendwann mitbekommen habe, wie viel man beim Nähen bügeln will, war ich kurz davor, dieses Hobby wieder aufzugeben. Inzwischen mache ich das total gerne, weil das so viel für deine Ergebnisse tut. Also man kann mit Bügeln wirklich viel, viel Präzision erzeugen. Man kann aber auch viel Unfug machen, wenn man das Bügeleisen viel bewegt. Das ist jetzt nicht zwingend das Problem bei einem Jeansstoff, weil der in sich relativ stabil ist. Bei einem Baumwollstoff, der kann sich komplett verziehen, wenn du anfängst, mit dem Bügeleisen diese klassische Bügelbewegung zu machen. Deshalb ist es so wichtig, das Bügeleisen draufzustellen und wieder abzuheben, damit du diesen Verzug nicht hast. Das einzige, liebe Barbara, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, das einzelne Dreieck, das hinten runtergefallen ist, das nähe ich jetzt auch erst fest in Kette, ne? Ja, gut. Doch, Entschuldigung. Ich wollte nur nachfragen, ob ich richtig bin. Genau, ich muss über Bügeln reden, es hilft alles nichts. Die einzige Bewegung, die ich eben mache, ist dieses vom Gerade rüberziehen über die Nahtzugabe von oben, weil das sicherstellt, dass das wirklich richtig, richtig plan ist. Also diese Bewegung ist die einzige Bügelbewegung, die man beim Patchwork durchgehen lässt. Ich hätte vielleicht die Nadel vorher nochmal. Patchwork ist ja wirklich wie eine Kunst für sich. Ja, liebe Guthuhn. Genau so das sieht es so aus. Wäre es eventuell sinnvoll, die Teile hinten zu nummerieren? Ja, das macht man bei manchen Patchwork-Mustern tatsächlich. Da kannst du, es gibt so, wie nennt man, Alphabetis, da kannst du die durchnummerieren. Solange du aber in Reihe bleibst und solange du in der richtigen Reihenfolge dann immer deine Kette durchtrennst, kann dir gar nicht so viel passieren bei diesem Schnittmuster. Okay? So, ich bin jetzt wieder bei dem Teil. Warte, wie hast du das eben gesagt? Ich soll mir das so hinlegen, genau. Erst die Naht, wenn ich auf die Nahtzugabe gucke. Andere Seite? So, die hattest da. Du schon? Genau. Richtig. Einmal so. Draufstellen. Ist das anstrengend? Nicht anstrengend, aufregend. Bitte? Aufregend ist das. Das tut viel für das Ergebnis. So. Ja, definitiv. Das tut sicherlich sehr viel für das Ergebnis. Da bin ich ganz bei dir. Kolossal gewehr. Okay. So, nein, ich bin nicht kolossal gewehr. Ich finde das tatsächlich aufregend, weil ob das, also ich habe ja jetzt einmal, habe ich ja schon falsch das gemacht quasi. Ich habe ja hin und her gebügelt und ich habe ja falsch zugeschnitten und so weiter. Und ich bin jetzt wirklich sehr aufgeregt, ob das Ergebnis ist nachher. Ach, ich darf nicht bügeln. Ich darf ja nicht. Entschuldigung, ich habe nichts gemacht. Nicht bleibt starr. Nein, nicht rumrutschen. Genau. So, und das wieder zurück. Das von hier dahin. So. Genau. Stehen dampfen. Lassen, dampfen, so. Abheben. Das heißt, für die oberste Reihe habe ich jetzt nur noch eine Naht, die geschlossen werden muss. Das heißt, hier lege ich es jetzt rechts auf rechts und nähe die letzte Naht der oberen Reihe. Richtig? Ganz genau. Boah, ich habe überhaupt gar keine Zeit, in den Chat reinzugucken. Entschuldigung? Ich habe überhaupt gar keine Zeit, in den Chat reinzugucken. Ich weiß gar nicht, was ihr da alles so schreibt. Ich versuche, so ein bisschen den Überblick zu behalten. Gut machst du das.
Wird beim Patchwork nicht die Nahtzugabe auseinandergebügelt? Es gibt verschiedene Techniken. Es gibt einmal die Variante, wir bügeln die Nahtzugabe auseinander. Und es gibt die Variante, wir bügeln sie zu einer Seite. Beides hat seine Vorteile. Die Variante, wir bügeln alles zu einer Seite, hat den ganz großen Vorteil, dass du ein bisschen eine stabilere Naht bekommst, weil unterhalb deiner Naht ja quasi noch die Nahtzugabe einmal umgeklappt ist. Das gibt eigentlich die stabileren Ergebnisse. Es gibt aber relativ filigrane Muster, da musst du die Nahtzugaben auseinanderbügeln, weil du sonst an irgendeiner Stelle einen Boost produzieren würdest. Also da, wie gesagt, beide Techniken funktionieren. Guck mal, Barbara, ich habe gelernt. Die Renate gibt uns gerade den tollen Tipp und der ist auch wirklich gut, das habe ich auch schon oft gemacht, dass du Fotos machst. Ich mache das ganz oft, wenn ich komplexere Patchwork-Muster habe, dass ich immer wieder mit dem Handy ein Foto mache, wie das aussehen soll. Und wenn ich irgendwie durcheinander komme unterwegs, dann kann ich zurück zu meinem Handyfoto und schauen, in welcher Reihenfolge lagen die denn. Ich habe es nicht so mit Orientierung. Also da tue ich mich tendenziell immer mal schwer mit. Und deshalb, ja, ist das auch ein super, super Tipp. Aber guck mal, warum? Ja. Was irritiert dich? Nee, von außen sieht es gut aus, von innen war ich jetzt etwas irritiert. Ich vertraue dir da einfach blind. Ich lege jetzt die erste Reihe zur Seite und kümmere mich um die zweite. Und da gehe ich dann auch vor, wie genau. Eben, erst die Zweierketten. Ja? Genau. Du könntest theoretisch jetzt alle auf einmal machen. Bis auf den letzten, weil ich habe ja ungleiche. Die Zweierpaare für beide, bitte? Ja, ich habe ja ungleich, deswegen erst die Zweierpaare. Ja. Ja. Habe ich verstanden, mache ich. Entscheidend ist nur, dass du die richtigen Seiten zusammenlegst. Also bei meinem Probeteil, was ich zuerst genäht habe, musste ich auch nur ein einziges Dreieck wieder auftrennen, weil ich es falsch rum angenäht habe. Ja, deshalb ist das Auslegen auch so wichtig, weil dann weißt du genau, die kurze Seite muss ja abwechselnd oben und unten liegen und das fällt dir sofort auf, wenn du auslegst. Wenn du einfach so drauf losnähst, ist die Chance relativ hoch, dass du Kreise produzierst, indem du nicht abwechselnd nähst. Ich hoffe, das macht jetzt Sinn. So. Das ist sehr meditativ, wenn man das macht. Total. Deswegen bin ich heute auch gar nicht so in Quassellaune, weil ich mich zum einen tatsächlich konzentrieren muss. Ich gucke immer die Gilmore Girls dabei. Also ich gucke immer einmal im Jahr die Gilmore Girls, alle 7 Staffeln. Und ich mache das immer beim Patchworken, weil da kannst du dich so berieseln lassen und so nähst und nähst. Und das ist, du musst nicht nachdenken, du musst das einfach nur machen. Man kann auch meine Live-Solongs nebenher laufen lassen. Oder deine live nähen, die kann man sich ja auch immer noch mal anhören, angucken. Es wird gerade gefragt, wenn ich ein Kissen mit Jeans nähe und abwechselnd ein Dreieck aus dünnerem Baumwollstoff dazwischen setze, dann könnte man das eventuell verstärken. Ja, das ist richtig. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum einen Stoffe, warte mal kurz. Also, es gibt Jeansstoffe wie diesen, die sind sehr, sehr dünn. Also das ist einer von Art Gallery. Sowas haben wir jetzt bei uns im Shop. Das ist, daraus kannst du sowohl Kleidung nähen als auch Patchworken. Die sind sehr dünn. Da brauchst du nichts verstärken, weil die in der Stärke einem Patchworkstoff entsprechen. Wenn du so einen dicken Stoff vernähst und abwechselnd einen dünnen hast, dann kannst du tatsächlich die Gewebeeinlage G700 nehmen. Ich bin ein ganz großer Fan dieser Einlage. Die verstärkt dein Teil, ohne es wirklich dicker zu machen. Und dann kannst du auch verschiedene Materialien sehr gut miteinander verarbeiten. Da würde ich dir raten, dein ganzes großes Stoffstück einmal mit G700 zu bebügeln und dann die Teile zu beschneiden. Dann wird das besonders akkurat. Christine guckt nebenher Downton Abbey. Auch eine gute Wahl. Jetzt muss ich einmal kurz hier mitlesen. Das ist die Flieseline-Einlage für eine Patchwork-Decke. Welche war das jetzt? Ich bin etwas überrascht. Dein Chat ist zu schnell, Anna. Sorry, du bist einfach jemand, dem man viele Fragen stellen möchte.
Ich muss mich wirklich konzentrieren. Also ich, wer mich normalerweise verfolgt, ich bin auch selten zu stoppen, also im Quatschen. Aber bevor ich jetzt hier wieder irgendwas durcheinander bringe, bin ich lieber ruhig und lasse das alles Barbara machen. Ist auch mal schön heute. Okay, alles klar. Du sortierst deine Dreiecke. Aber das Gute am Chain Piecing ist ja, wenn du weißt, wo du angefangen hast, du kommst ja immer in der richtigen Reihenfolge raus. Genau, wenn ich weiß, wo ich angefangen habe. Genau das ist okay. Richtig. Das Gute bei deinem Jeans-Projekt ist, da kann jetzt so viel nicht passieren. Na, ich habe da sehr viel Zeit da rein investiert zu überlegen. Lass die mal zugeklappt. Nee, ich will dir ja erstmal so hinlegen, dass ich ja noch. Warte. Ja, genau, da muss ich die ja wieder anders hin, aber dass die jetzt hier einmal so richtig rumliegen. Hä, nee, so habe ich das gehabt, ne? Siehst du? Geht schon wieder los. Aber du hast recht, da ist es jetzt nicht ganz so. Man kann ja relativ schnell durcheinander kommen. Das ist schon richtig. Also die Tatsache, sich vorher ein Foto zu machen oder die Dinger zu markieren, ist jetzt gar nicht so doof. Ja. Jedenfalls, wenn man nicht so ein Toll. Jetzt kommt da, kommen da die super Tipps. So, ich fange jetzt an zu bügeln. Diese drei Dinger nehme ich mir jetzt hier hoch. So, nichts mit Megakette nähen, mache ich nicht. Schau sich einer die anderen an. Durcheinander. Leider und drei Dreiecke bringen sie völlig aus der Farbe. Das ist unfassbar, oder? Unfassbar. Das ist am Ende des Tages echt ein anderes Nähen, ne? Ja, definitiv. Also ich habe, wie gesagt, Vierecke zusammengenäht, mal zu einer großen Decke. Da habe ich das auch gemacht, da habe ich das fotografiert und habe es auch mehrere Tage immer mal wieder fotografiert, immer wieder neu, weil ich mich dann doch nochmal umentschieden habe und damit ich da nicht durcheinander komme, weil bei Vierecken ist es halt auch ganz fies. Nicht nur bei diesen Dreiecken, wo du ja eigentlich nur zwei Chancen hast, das zusammenzunähen, hast du es bei Vierecken ja dann doch noch ein bisschen mehr. Und dann war es auch noch so, dass da, ich glaube, da waren irgendwelche, ich sag jetzt mal Teddybären drauf oder irgendwie sowas, dann sollten die natürlich auch nicht auf dem Kopf stehen und so. Das war auch heraus. Also das ist so trivial, wie das klingt. Wir nähen einfach ein paar Vierecke oder in diesem Fall jetzt hier Dreiecke zusammen. Ich brauche Konzentration. Es melden auch die Ersten im Chat, dass sie jetzt durcheinander gekommen sind. Ja, danke. Dann bin ich ja wenigstens nicht alleine damit. Orientiert euch an dieser ersten wunderschönen Reihe, die Anna zusammengelegt hat. Das war nämlich wirklich schön langsam einmal gezeigt. Dreieck umdrehen, das letzte, ne? Ja, aber das lag eben so. Deswegen glaube ich, dass ich die falsch rumgelegt habe. Das heißt, ich müsste... Nee. Ich drehe das um. Nee, da habe ich drauf geachtet. Nee. Achso, das kann natürlich sein, dass das da... Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Egal. Ihr macht mich fertig hier mit Dreiecken. Ich mach dich fertig, sonst hat dir keiner was getan heute. die Gutkunst fragt, ob ich mich ausschließlich Patchwork widme. Nein, also ich nähe total gerne Patchwork, eben aus den benannten Gründen. Ich finde das unglaublich beruhigend und sehr, sehr kreativ. Ich kann leider überhaupt nicht singen, ich kann nicht malen, ich kann all diese Dinge nicht. Und ich finde das total schön, mit Farben und Formen arbeiten zu können. Das geht eben beim Patchworken total gut. Ich nähe aber mindestens genauso gerne Taschen. Taschen finde ich super. Ich nähe total gerne alle möglichen Dinge, die anderen eine Freude machen. Also ich nähe sehr, sehr gerne Babygeschenke zum Beispiel zur Geburt. Ich nähe aber auch Kleidung. Ich finde Kleidung viel schwieriger als Patchwork. Liebe Barbara, ich muss dich unterbrechen. Ich habe ein Problem. Du hattest mir in der Vorbereitung gesagt, wir machen die Nahtzugabe mal so. Jetzt habe ich die aber immer so gemacht, wie du mir die erste Reihe erzählt hast. Also meine zweite Reihe ist genauso gebügelt wie die erste Reihe. Das nehmen wir jetzt hin. Okay, ich hätte jetzt die Chance, die zweite zu einer dritten Reihe zu machen, um das dann in die andere Richtung zu bügeln. Ja, wenn das noch für dich okay ist, dann würden wir das jetzt tun. Weil da war noch was, ne? So, macht ja nichts. Liebe Anke von Cherry Picking, Anna vor Dreieck. Ja, ich glaube, hiernach habe ich tatsächlich einen Orden verdient. So, das schiebe ich jetzt nach unten, weil die dritte Reihe ist genau die gleiche wie die obere Reihe. Das heißt, hier habe ich jetzt meine Dreiecke, dann drehe ich die andersrum. Mhm. Andersrum, haha, genau. So, okay. Also, meine zweite Reihe wird zur dritten Reihe. So, also Hintergrund ist der, also wenn ihr das jetzt nicht gemacht habt, ist nicht so dramatisch, wir üben ja hier alle gemeinsam oder ihr seid schon absoluter Profi, dann habt das sowieso drauf, aber die Barbara hat mir vorher erzählt, man muss halt die Nahtzugaben einmal so, mal so, damit die sich nachher nicht zu sehr knubbeln, daran habe ich mich jetzt nochmal erinnert. Genau, dann rasten die später ineinander. Genau, wenn ihr das jetzt nicht gemacht habt, ist nicht schlimm, Hauptsache die Dreiecke sind zusammen, so, macht nichts, passiert. Ist das alles live? Man kann auch von der einen nochmal in die andere Seite umbügeln. Weiß ich aus Erfahrung.
passiert mir regelmäßig. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Aber ich versuche jetzt drauf zu achten. So, das ist jetzt hier meine zweite Reihe. Immer nur stehen lassen. Ob es Schnittmuster von uns gibt. Ja, wir veröffentlichen jeden Monat welche. Wir haben einen Shop, dort findest du die als zum Download. Wir geben die aber ganz oft auch über unseren Newsletter raus. Also das wäre eine hervorragende Gelegenheit, dich für unseren Newsletter anzumelden. Das kannst du auf unserer Seite, das nämlich nachts tun. Und da senden wir die des Monats immer einfach so raus, damit möglichst viele Leute mitnehmen können. Also das, liebe Gudrun, wäre vielleicht eine schöne Gelegenheit für dich bei uns mitzunehmen. So, ich bin jetzt im nächsten Schritt. Ich arbeite jetzt die Zweier-Dreiecke zusammen und das mit dem alle zusammen, Barbara, nimm es mir nicht persönlich, aber das mache ich nicht. Da komme ich durcheinander. Also ich mache jetzt meine Reihe hier zu Ende, dann mache ich meine andere Reihe zu Ende. Einverstanden. Ich habe hier gerade gelesen, die Doro von Nägedöns hat auch schon gesagt, ich bin raus. Sie macht das in Ruhe gleich fertig. Ja, ist ja kein Problem, aber wie gesagt, ich komme sonst auch durcheinander. Ich lege jetzt meine zweite Reihe und nähe die in Ruhe und dann lege ich meine dritte Reihe und nähe die in Ruhe und dann treffen wir uns an dieser Stelle gleich wieder. Einverstanden. Genau so machen wir das. So, du darfst aber sehr gerne weitersprechen. Miss Mappe hat eine Frage, ob sie bei Baumwollstoff vorher verstärken muss. Nein. Zu Patchwork arbeiten, da nutzt man ja normalen Baumwollstoff. Und die werden nicht verstärkt. Kannst, um die etwas stabiler zu machen, damit du so präzise wie möglich arbeiten kannst, mit Sprühstärke behandeln. Das ist nicht unüblich beim Patchworken. Aber sie werden nicht mit Vlies oder so verstärkt. Also das ist jetzt wirklich nur ein Tipp gewesen für diejenigen, die verschiedene Materialien mischen wollen. Also wenn du eben einen dicken Jeans und daneben irgendwie einen dünnen Blusenstoff in dein Projekt einarbeiten willst, dann kannst du einfach dafür sorgen, dass sie sich ein bisschen ähnlicher verhalten im Material. Die arme Anna ist schon ganz konfus. Jetzt traut sie sich nicht mal mehr beim Auseinanderbügeln. Erstmal das Bügeleisen zur Naht zu schieben. Mensch, Anna. Wir sind eine halbe Stunde dabei und ich habe dich fertig Zack. Gemacht. Du Bitte. Hast mich fertig gemacht. So. Ich bin auch wieder aus meiner Reihe raus, weil ich jetzt erstmal 2x2 zusammennähe. Aber ich arbeite mich vorwärts. Also kein Stress hier und so weiter. Jetzt kommt das genau. Da dran. Weil dann habe ich nämlich ja gesehen, wenn ich ja das unter der Maschine habe, kann ich das ja nicht wieder anlegen. Deswegen, Ja, ist jetzt nicht ganz so Kette an Kette. Du bist wahrscheinlich mit so einem Teil in einer halben Stunde fertig. Das ist ja, wenn man sowas öfter macht. So ein bisschen so, okay, ich würde es jetzt so machen, zack. Nein, ist ja kein Problem. Das geht uns ja, die wir Klamotte nähen, ja ähnlich. Also wenn ich einen Pullover nähe ohne Schnickschnack mit einem ganz normalen Halsbündchen, dann bin ich auch dreiviertel Stunde bin ich dann mit dem Teil fertig, je nachdem, wie groß das ist. Und wenn man das halt noch nicht so oft gemacht hat, dann ist das nochmal was anderes. So. Ja, und ich brauche dann mal einen halben Tag. Für das Kissen hier? Also bin ich überhaupt nicht. Nein, schnell. Also für Kleidung. Ja. Also ja. Ich nähe Kleidung, ich nähe die auch gerne, aber ich brauche relativ lange. Also ich bin da überhaupt nicht gut drin. Ich probiere die immer 100 Mal dazwischen an und deshalb kann ich das auch nicht so abends nach einem langen Tag. Ich muss mich dafür dann konzentrieren, da muss ich frisch sein. Ja, da gebe ich dir recht. Also ein Halsbündchen annähen, wenn man müde ist, das ist keine gute Idee. Ja. So. Sprühstärke das lasse ich jetzt auf die linke Seite. Von hinten einfach drauf. Achtet bitte auch darauf achten, wenn die zwei Reihen getauscht werden, muss das einzelne Dreieck an den Anfang. Oh, warte, pass auf. Wir haben einen mehr als sinnvollen Hinweis bekommen, weil wir gerade die Reihen getauscht haben. Geht noch, weil ich habe extra geguckt. Ich möchte ja, dass die Dreiecke, die langen Seiten aufeinander sind und ich schneide nachher hier und da ab. Das passt. Gut. Ich muss nur bei der Reihe jetzt aufpassen. Ja. Bei der letzten. Wobei ich meine Dreiecke mitgetauscht habe. Dann, oh Gott, was für Gefahren beim Zusammennähen von Dreiecken. Männer nähen immer die Bundesliga. Wow. Ja, auch eine gute Idee. Gucken wir mal, was Schalke und Bayern heute machen, ne? So, das wissen. Muss jetzt. Ich bin Schalke, ich weiß, wie das ausgeht. Hierhin. Ja. So. Genau. Und dann bügele ich gleich. Aus, was du da machst. Dankeschön, liebe Barbara. Ich gebe mir sehr viel Mühe. Das soll ja hier auch alles ordentlich sein. Wir werden nicht hier als der absolute Noob nachher stehen, die es nicht mal schafft, Dreiecke zusammenzunähen.
Aber das ist, wenn du gut vorgeschnitten hast und wenn du dich dann darum bemühst, eine Nahtzugabe einzuhalten, dann kann und noch bügelst, dann kann dir so viel nicht passieren. Ja, haha. Haben wir ja gesehen, wie viel nicht passieren kann und dann doch wieder passiert ist. Bald abschneiden. So, also ich habe meine Reihen. So. So habe ich jetzt meine Reihe. Jetzt muss ich bügeln. Nehme ich die mittlere. Wann habe ich denn gebügelt? Das ist sehr praktisch, dass du einfach dein Bügelbrett draufstellen kannst, weil normalerweise rennt man dann immer mit zum Bügelbrett und ganz viel Teile falsch rum annähen, hat damit zu sagen, dass man zwischendurch damit einmal losgelaufen ist und dann nicht mehr weiß, wie rum es eigentlich gehört. Ja, ich überlege auch gerade tatsächlich, in welche Richtung ich denn die Nahtzugabe jetzt bügeln muss, aber eigentlich gibt mir das Ding das ja selber vor, ne? Ja, mach mal einfach. Ja. Wir machen jetzt einfach. Wir machen jetzt so oder so gut. In Schönheit sterben. Richtig. So, das war das. Das kommt von hier darüber. Na? Erstmal von hinten. Ja, von hinten hatte ich schon. Ich hatte hier schon einen, dachte ich zumindest. Einmal die Naht setzen. Aber guck mal, jetzt habe ich eine... Ah nee, das muss ich ja noch bügeln. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. So, aufklappen. Rüberschieben. Wenn ich mich heute am Bügeleisen verbrenne, macht das übrigens nichts, weil wem meine Flecken auf meiner Hand aufgefallen sind. Bei mir ist die Suppe explodiert beim Umrühren und ich habe mich ein bisschen verbrannt. Deswegen, wenn jetzt noch ein weiterer... nicht hin und her, Anna. Also, wenn jetzt noch ein weiterer Brandfleck da drauf käme, wäre es nicht so schlimm. Das wollte ich eigentlich nur sagen. So. Nächste. Oh Gott, oh Gott. So. Bitte? Entschuldigung, ich habe nicht gehört. Null Ruhe. Wir haben Zeit. Du bist schon ganz Hallo? Weit. Wir haben Zeit. Es ist schon 11:45. Ja, aber guck doch mal, wie weit du schon bist. Ja, vielleicht. Mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Also ich muss dazu sagen, ich stelle mich wahrscheinlich im Bild hier auch gerade ein bisschen dusselig an beim Bügeln. Das geht, glaube ich, einfacher, wenn man steht. Du machst das super. So. Diana schreibt, jetzt muss sie trennen. Es tut mir sehr leid, dass der Nahtauftrenner heute doch noch bei dir benutzt werden muss. Das ist aber beim Patchworken wirklich nichts Diana. Seltenes. Da müssen wir alle durch. So, zweite Reihe liegt. Dritte Reihe. Einmal so. So, ich merke jetzt selber schon, welche Nähte noch nicht gebügelt sind, weil die ja so ein bisschen doof hochstehen. Genau. Also, Couchling-Nutzer 70 schreibt, man müsste die Dreiecke ja auch selber zeichnen können. Ja, klar. Also, die Maße kannst du, oder die Dreiecke, die kannst du halt so gestalten, wie du haben möchtest. Es kommt ein bisschen drauf an, wie groß denn dann dein Endergebnis ist. Also, Moment, Konzentration, nicht hin und her. Also dieses hier ist jetzt auf 40 mal 40 ausgelegt, das passt mit den Dreiecken genauso. Du kannst also da ein bisschen hin und her überlegen. Nur dran denken, dass du noch Nahtzugabe mit dazu gibst und die Nahtzugabe ist nicht einfach das Dreieck noch mal ein bisschen größer, weil auch in der Spitze muss es der richtige Abstand sein. Habe ich das richtig erklärt, Barbara? Ja. Wie war das? Ich spreche fließend patchworkisch. Das ist, wenn man einfach irgendwas erzählt, ohne sich selber zuzuhören, dabei die merkwürdigsten Dinge bei rauskommen wahrscheinlich, ne? Aber man sieht jetzt gerade in der Kameraeinstellung total, was das für einen Unterschied macht, ob du bügelst oder nicht. Ja, ich merke es auch selber. Dass es auf einmal wird und wie viel einfacher es ist, dann präziser zu arbeiten, wenn du ein gut gebügeltes Teil hast. Also ganz ehrlich, wenn du solide Patchwork-Ergebnisse haben willst, also Teile haben möchtest, die halbwegs aufeinander passen, dir bleibt gar keine Wahl, du musst bügeln. Ja, habe ich zur Kenntnis genommen. Nein, du hast völlig recht. Also ich habe bei dem anderen ja auch gebügelt, aber halt nicht, mir war nicht bewusst, dass es wichtig ist, wohin die sind und zumal ich auch noch unterschiedliche Materialien genommen habe. Also von Blusenstoffe über dicken Canvas war da halt alles dabei und dann bin ich einfach den geringeren Weg, also den Weg des geringeren Widerstands gegangen. So. Jetzt ich habe drei, Moment, ich habe drei Reihen fertig. Jetzt mache ich eine Pause. Jetzt trinkst du ein Stück Wasser und genießt dein Berg bis hierhin. Ich trinke aus der Live-Solong-Tasse des Tages. Wow. Die liebe Doro wird sich erinnern. Ich habe eigene Tasse, immer eine andere. Jeden Live-Solong gibt es eine andere, weil ich ja Nähtassen sammle. Und die hat mir die liebe Doro geschickt. Und die fand ich einfach sehr schön. Ich weiß nicht, ob man das von sehen kann. Die ist von innen rosa. Warte mal, mach mal. Achso, ich mach mal hier so. Hammer, was du alles hast. Nee, mach mal. Vorne in die. So, einmal, nehmen wir das Spiegel da ein bisschen. Und mit meinem Namen auch nochmal drauf.
Und von innen ist sie halt, deswegen vielleicht von oben die Kamera, nochmal rosa. Da, kann man sehen. Ohne, dass ich jetzt da drüber kippe. So, ich mache Pause. Jetzt gehe ich mal in den Chat rein und gucke mal, was ihr denn da geschrieben habt. Ich habe nicht ein einziges Mal darin wirklich reingucken können. Also schon, aber nicht wirklich. Okay, die Frage war noch einmal, da ist auch ein kleineres Dreieck dabei. Wofür ist das denn? Das ist einfach nur dafür da, dass du nach selben Prinzip etwas Kleineres erstellen kannst. Du kannst also eine Kosmetiktasche nach selber Machart erstellen. Du kannst ein Panel machen und das füttern und zum Beispiel eine iPad-Tasche rausnehmen, was auch immer. Es hilft dir einfach nur, verschiedene Projekte damit umzusetzen. Du kannst natürlich auch aus ganz, ganz vielen kleinen ein Kissen nähen. Sieht dann im Ergebnis anders aus. Und da die Barbara gedacht hat, dass ihr jetzt alle im Patchwork-Fieber seid, hat sie euch extra das kleine Dreieck nochmal dazu getan. Das ist auch übrigens sehr nett, Barbara, dass du das gemacht hast, weil so trivial, wie das klingt, mal eben ein Dreieck zeichnen. Ich habe ja auch drei Anläufe für mein Dreieck gebraucht, was ich vorher gemacht hatte. Und dann war ich sehr dankbar, dass du als Profi das dann nochmal etwas gemacht hast, weil ich bei mir hätte es anders ausgesehen. Ich bin absolut guter Dinge, dass ihr danach noch sehr, sehr viele Dreiecke nehmen wollt. So, und wenn ich mir jetzt meine Rückseite angucke, liebe Barbara, fällt mir gerade auf, dass ich das von der Rückseite vielleicht doch nochmal bügeln sollte, weil hier habe ich mir eine Kante eingebügelt und diese Nahtzugabe geht in die falsche Richtung. Ja. Die muss ja auch noch da. Ja, das ist ganz gut, wenn du das nochmal korrigierst, weil das sind Stellen, die werden sonst später sehr wulstig und die fühlst du auch durch das Kissen später. Das ist unangenehm. Ja. Also, so flach wie möglich. So. Und die muss ich auch noch abändern. So, weil diese Nahtzugabe ist ja jetzt entgegen der, das heißt, die muss in diese Richtung. Die muss andersrum. Deswegen kann ich die hier auf der Seite vorbügeln, ne? Und dann drehe ich es gleich um. So. So einfach, dass du sie so richtig schön flach hinbekommst. Und Dampf ist dein Helfer. Ja. Ich bin dabei. Hier kamen Fragen dazu zu meiner Nähmaschine. Ich nähe heute auf meiner Memory Craft 6700P, meinem absoluten Baby von Yanume, das ich echt heiß und ähnlich liebe mittlerweile. Nicht nur mittlerweile, also seitdem sie da ist. Ich habe mich am Nähwochenende darin verliebt, als eine Kursteilnehmerin das mit hatte und dann habe ich sie mir gekauft. Und Barbara, die klassische Frage an dich, welche Nähmaschine nutzt du? Vor allem, was ist denn das für ein Trümmer da hinter dir? Das hat vielleicht der eine oder andere auch noch nie das gesehen. Das ist eine Q16. Das ist tatsächlich eine Quilting-Maschine. Ich nähe auf einer Bernina. Auf einer Bernina 780. Das ist meine geliebte Maschine. Liebe Barbara, wir gehen meine Nahtzugaben schon wieder durcheinander. Also vor allem hier. Und dann habe ich die da auch noch festgenäht. Okay. Guck mal, dass du sie... Hauptsache, du hast die sauber umgelegt. Okay. Warte mal, die könnte ich in die Richtung legen, dann habe ich nur da einen Knubbel, da einen Knubbel. Hä? Und dann... Bist du durcheinander gekommen? Also wenn ich jetzt alle in diese Richtung mache, dann ist diese falsch und diese falsch. Und die sind aber auch beide schon festgenäht. Okay, dann lass es gut sein und leg sie einfach um. Bügel sie jetzt um. Das ist nicht schlimm. Hauptsache, du hast keinen Dreher drin. Ist alles gut. Dann kann ich ja mich... das muss in die Richtung. Ja, das muss in die Richtung gebügelt werden, weil sonst ist es hier unten, dann liegen da die ganzen Knubbel übereinander. Das ist doof. Dann muss es so rum und dann habe ich da oben auch nicht das Problem. Oh, Dreiecke. Mach dich jetzt nicht verrückt damit. Doch! Ich will, ich traue mich gar nicht, unter das dritte Teil auch noch drunter zu gucken. Aber dann mache ich das trotzdem mal eben. So. Oh mein Gott. Ja, bleibt so. Okay, das bleibt so. Da mache ich nichts. Ja. Wenn du jetzt oben auf deine Reihe guckst, auch wenn du ganz präzise gearbeitet hast, ist die nicht ganz gerade, richtig? Du hast ein bisschen Versatz. Ja, die Ecken meinst du, ne? Ja. Du hättest jetzt die Möglichkeit, das einmal mit dem Lineal gerade zu schneiden. Siehst du das? Also wo habe ich einen Versatz? Ich habe keinen Versatz. Die obere Linie ist nicht ganz gerade. Das ist normal. Das hier? Ja. Das ist bei der Reihe noch ganz gut, aber bei der tieferen hast du einen Versatz drin. Siehst du das? Die sind höher als die da, ne? Vielleicht schneide ich jetzt einmal kurz Korrektur. Dann hast du es ein bisschen leichter gleich.
Das heißt hier, ne? Also das, was da übersteht, ja, kommt weg. Genau. Das sieht so wenig aus, aber beim Patchwork macht das immer einen Unterschied, wenn du möchtest, dass das am Ende schön akkurat gerade ist. So, das ist die Mitte. Das ist okay, ne? Ja, also nimm nur die groben weg. Wenn du so einen so irgendeinen groben Versatz hast, dann schneid dir den einmal Korrektur. Ja, der Rest ist okay. Der Rest ist gut. Okay. Alles klar. Jetzt nehmen wir die Reihen aneinander. Das heißt rechts auf rechts. Ja. Und jetzt, genau, leg eine aufeinander. Und jetzt nimmst du dir mal bitte eine Stecknadel. Ja. Und versuchst von dem einen Nahtkreuz ins nächste durchzustechen. Du gehst von der Rückseite, stichst einmal durch. Genau der Kreuzpunkt quasi. Und versuchst den gegenüberliegenden Kreuzpunkt zu treffen. Genau, und da die Nahtzugaben jetzt so doof gebügelt sind von mir, muss ich gucken, recht ob ich die Kreuzpunkte finde. Nur, weil das ist nämlich tatsächlich jetzt schön, ne? Wenn die Nahtzugaben einmal so und einmal so sind, dann finde ich hier den Kreuzpunkt und ich finde dort den Kreuzpunkt. Und dann stich einfach mal gerade durch, wie so ein Schaschlik. Hab ich. Und dann wieder zurück. Einfacher ist es, du schiebst ihn wirklich wie ein Schaschlikspieß durch und machst dann zwei Nadeln links und rechts davon. Weißt du, wie ich das meine? Nee. Also, die habe ich jetzt hier. Warte. Du stichst gerade durch. So. Warte mal, ich mache es jetzt. Hier, so. Einfach durch. Und dann nimmst du links und rechts deine Nadel und steckst dir das dann gerade. Und zwar am besten stichst du so. Okay? Also du stechst, dass der Kopf hier ist und die Nadel da. Ist dir das... Barbara, ich habe null verstanden von dem, was du da mir jetzt erzählt hast. Also ich bin an dem Punkt ausgestiegen, Schaschlik. Ich habe jetzt die Dreiecke so übereinander und habe so einmal von oben nach unten durchgestochen, dass diese Nahtspitzen, Nahtkreuze genau übereinander sind. Wenn ich ganz oben reinsteche... Einfach durchstechen, nicht feststechen, nur durchstechen. Ich habe durchgestochen, genau. Und jetzt nimmst du dir zwei weitere Nadeln. Ah, da. Fest. Und dann entfernst du deinen Schaschlikspieß wieder. Okay, und jetzt, soll ich von... Okay, und jetzt stecke ich aber so, dass der Kopf oben rausguckt, andersrum. Oder der Kopf, so rum? Genau, ganz genau. Okay. Weil wir die Nadeln gleich drin lassen. Wir nähen da drüber. Und wir wollen den Kopf ja nicht schrotten. Das ist mit Jeans jetzt echt nicht ohne. Ja, das ist schon ein dickes Material, das du dir da gewählt hast. Okay. Augen auf bei der Materialwahl, habe ich verstanden. Ja, Patchwork-Stoffe sind halt viel dünner, ne? Und wenn viele Punkte aufeinandertreffen, dann ist das auch natürlich viel, viel einfacher, ne? Kann ich das Mittelteil dann jetzt rausnehmen? Also das, wo ich nur einmal durchgestochen habe von oben? Ja, das kannst du wieder rausnehmen. Das hilft dir nur dabei, die Mitte richtig zu finden. Okay. So, und hier habe ich nämlich das Problem, dass ich hier nämlich dieses Kreuz festgenäht habe, weil die Nahtzugabe ja in die andere Richtung ist. Okay, ja? Steck durch. Knapp ist um. Wir sind da irgendwie mit unseren Reihen durcheinander gekommen. Wundert mich nicht. Wenn du alle Nahtzugaben auseinander bügelst, einfacher jetzt in dem Moment, ne? Weil dann kannst du dich nicht vertun. So, Schaschlik ist drin. Müssen wir mal eben so ein bisschen anders halten. Dann kommt es einmal von hier. So und dritten Schaschlik, ne? Ah ne, das ist ja dann das Ende wieder. Das Ende, da guckst du einfach, dass das halbwegs bündig ineinander passt. Genau. Und steckst es dir fest. Genau, der Schaschlik, den entfernst du wieder. Jo. Und, ich würde dir jetzt raten, die Nadeln beim Nähen drin zu lassen, über die Nadeln rüber zu nähen. Ja, ich guck mal. Ich habe keine Brille an, das ist nicht gut. Die Präzision enorm. Ja. Hebamme brauche ich auf jeden Fall hier. Ja, atmen, ehrlich. So, Höhenausgleich ist gemacht. So, und beim Nähen gucke ich jetzt nämlich, warte mal, wenn ich jetzt die Nahtzugaben habe, dann muss ich das ja darüber legen, ne? Nee, du nähst jetzt gerade drüber. Ja, aber dann habe ich die, dann ist dann die in die Richtung. Dann auf der anderen Seite nochmal. Aber beim Umklappen würdest du jetzt einen riesen Wust erzeugen.
dann helfen wir uns lieber gleich nochmal. Wir wollen ja flache Nähte. So, jetzt gucke ich nämlich, dass ich genau durch das Nahtkreuz nähe, weil dann sollten ja die Spitzen übereinander sein. Genau, die Nadeln, die du gesteckt hast, helfen dir dabei, sehr sogar, weil jetzt nichts verrutschen kann. Und du hast natürlich jetzt schon Wulst wegen Jeans, ne? Ja, ja, genau, das ist ja ein bisschen größer jetzt. So, jetzt wollen wir wieder gucken, wo nämlich hier mein Kreuz ist. Oh, ist das aufregend. So, verriegeln brauchst du nicht. Kannst einfach bis zum Ende gehen. Nadeln rausnehmen und dann kommt der spannende Moment. Hat sie getroffen oder nicht? Genau. Da sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Dann haben wir mal nämlich so einen Triple Pursuit Stern. Also der Schlüssel zum Glück ist der Schaschlikspieß und die Nadeln, die du beim Nähen nicht rausziehst. Also der Schlüssel zum Glück ist der Schaschlikspieß, ist ein sehr schöner Satz, der gefällt mir. So. Oh, so, gucken Sie. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist das eine 12. Ja, yeah! Ihr dürft gerne in diesem Stream jetzt hier alle einen Daumen hoch geben oben. Dann dafür, dass ich so toll und akkurat gearbeitet habe. Der Druck, dass ich das jetzt nochmal hinkriegen muss, ist schon sehr groß, ne? Okay. So. Nochmal einen Tee. Anna, nochmal einen Tee. Ja, nochmal einen Tee, unbedingt. Oh Gott. Das würden wir jetzt nochmal bügeln. Ja, Barbara, ich bügel gleich gerne nochmal. Wandelt. Da sieht man schon den Schweiß unter meinen Armen. Aber gleich können wir die Klimaanlage machen. Kissen so spannend wird. Aber so, das Grundprinzip ist dir, glaube ich, klar, ne? Das Grundprinzip ist mir klar. Und dann würde ich jetzt, das ist halt doof, also dann würde ich die Nahtzugaben jetzt noch einmal hier trotzdem bügeln. Also die, die quasi falsch rumliegen, damit ich das da oben so bügeln kann, ja? Jetzt also ich habe ja welche in die falsche... Chat abgelenkt. Entschuldige bitte, was? Nochmal? Ich habe hier die ja in die falsche Richtung gebügelt. Also, also ich bügel mir das jetzt alles nochmal in die richtige Richtung, ja? Bevor ich die große Naht wegbügel. Da haben wir jetzt viel Verwirrung gestiftet. Ja, das ist, weil ich mich so dusselig angestellt habe. Ich würde jetzt bei der großen Naht das tatsächlich auseinanderbügeln, weil das durch das Jeans wahrscheinlich sonst sehr, sehr dick wird. Ja, okay. Das machst du am besten, indem du mit dem Fingernagel da einmal durchgehst und richtig presst. Du gehst einmal durch die ganze Naht. Ich nehme das da. Presst ihn mit dem Fingernagel vor und gehst dann erst mit dem Bügeleisen durch. Das ist sonst ganz schön fummelig. Ich nehme so einen Falzbeil dafür. Oder, guck mal, du hast ja Profi-Equipment. Auseinanderbügeln ist immer eine super Idee, um einfach dicke Stellen zu verhindern, ne? Und da haben wir jetzt ein paar Nahtkreuze, die sind schon relativ üppig. Ja, das ist schon nicht schön hier gerade. Und Fingernagel ist im Moment nicht. Das ist schon deutlich flacher gleich, ne? Ja. So. Dann bügele ich aber zuerst von dieser Seite hier oder direkt von der rechten Seite? Mach mal von hinten. Einfach jetzt mit der Spitze durchgehen, vorsichtig und langsam. Und dich da jetzt einmal durcharbeiten an den Nahtpunkten, ruhig mal richtig Dampf rein, dass sich das richtig gut setzen kann. Ja. Und dann geht es auch am Ende. Also das ist gar nicht so unüblich, dass viele, viele Nähte an irgendeinem Punkt zusammentreffen. Und auch wenn es Patchwork-Stoffe sind, erzeugst du irgendwann einen Knubbel. Das ist einfach so. Und da also hier habe ich jetzt eine Nahtzugabe, die falsch rum ist, die sich dreht. Schlimm passiert. Wenn man ja auch irgendwann weiß, worauf man achten muss, dann ist das im Workflow sicherlich dann auch irgendwann drin, wie, was, wohin und damit das so und so und so liegt. Das habe ich natürlich jetzt alles nicht. Dann bügele ich die jetzt auch nochmal in die Richtung. Dazu gehört auch immer ein gewisses Maß an Orientierung. Ich merke das oft im Nähen, dass mir das tatsächlich im Alltag auch dann immer wieder passiert. Also das, was dir jetzt passiert, passiert mir auch. Das beruhigt mich. Das ist wirklich, das ist kein unübliches Problem. Auf das du so, sieht das schön aus von der Seite, dann sieht das auch schön aus von der anderen Seite. Das ist auch jetzt viel, viel flacher. Wow. Schön ist das geworden, guck mal. Finde auch. Das sind Spitzen-Nahtkreuze, die du da gemacht hast. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch schon viel, viel flacher, oder? Ja, und jetzt gehe ich von außen.
Habe genau. ich ja gelernt. Nicht bügeln, sondern nur draufstellen. Aufhalten, weiterziehen. Das macht man ja auch bei Fliesen so. Also wenn du Einlagen aufbügelst, das ist ja auch dasselbe. Man soll die nicht bügeln, sondern man soll die nur pressen, damit die sich nicht verziehen. Ich muss ja mal ganz kurz sagen, ich finde das gerade ja super. Was. Ich muss gefeiert, ich, ja, und ich muss mich gerade tatsächlich einfach mal selber feiern. Ich bin gerade sehr glücklich. Das und das nur, weil da Spitzen aufeinandertreffen. Hallo, wir reden immer noch über Dreiecke und man, wie man sich darüber freuen kann, das ist ja auch der innere Monk. Das muss so sein. Das ist gar nicht so einfach. Und deshalb diese kleinen Tipps wie der Schaschlikspieß, die beiden Schaschlikspieß Nadeln. Ist super. Ich mache das tatsächlich, wenn ich patchworke, bei jedem Nahtkreuz, links und rechts an jeder Naht ist bei mir eine Nadel und ich ziehe die nicht raus beim Nähen. Die bleibt die ganze Zeit drin. Und das erhöht deine Präzision enorm. Gucken wir mal, ob ich das noch ein zweites Mal hinkriege, ne? Also, das dritte Teil lege ich jetzt rechts auf rechts wieder drauf. So. Genau. Jetzt mal ganz ehrlich, Barbara, du hast gesagt, die Nahtzugaben sollen alle in eine Richtung, ne? Mhm. So, oder sollen die immer hier oben so sein? Eigentlich sollten die ja oben so sein, ne? Jetzt für dich passen. Genau, ja. Ja, wenn ich die da mache, dann drehe ich die da wieder um. Das wäre in dem Fall egal, weil das unten ist. Dann können wir das Nahtkreuz unten nochmal korrigieren. Ja, das macht dann schon Sinn, dass ich da oben, weil dann sehe ich dieses Kreuz besser, ne? Gut. Also das ist die Seite, als Erklärung, das ist die Seite, die angenäht wird. Und das ist doof, wenn das jetzt hier so ist. Deswegen klappe ich das in die andere Richtung. Vielleicht ist der untere Teil gleich beim Korrekturschnitt weg. Ja. Das ist tatsächlich jetzt diesem Jeans auch geschuldet, dass das so viel Wulst da in der Naht ist. Normalerweise ist der Vorteil, wenn du eine Reihe in die eine Seite bügelst und eine Reihe in die andere Seite bügelst, dass du die Nähte ineinander schieben kannst später. Ne? Das ist ein großer Vorteil. Genau, kann ich nicht. So. Okay. Zücke den Schaschlikspieß, meine Liebe. Zücke den Schaschlikspieß, ja. Hier ist es nämlich jetzt auch doof. Na, da würde es gehen, aber dann habe ich die ja umgedreht. Ja. Na, dann ist die, ja, ich schaff das. Schakka! Für alle Zuhörer, wenn euch das jetzt komplett verwirrt hat, dann tut mir das erstens leid und zweitens würde ich dann einfach die Empfehlung aussprechen, bügelt die Nähte auseinander. Weil wann immer du alle Nähte auseinander bügelst, das ist, dann kann dir das nicht passieren. So, ich mache das an sich nicht so gerne, weil man Gefahr läuft, dass man durch eine Naht durchgucken kann. Aber falls das jetzt einfacher für euch ist und einfach eine bessere Orientierung ist, dann macht das. So, ich habe meinen Schaschlikspieß. Jetzt fixiere ich. Jetzt fixiere deine Nadel links und rechts. Jetzt muss ich nämlich gucken. So, also das ignorieren wir jetzt, dass meine Nahtzugabe da so hin und her schwuppt. Soll man das tun oder mit Tüfel umlegen? Ich muss sie ja umlegen. Dann habe ich ganz viele Nahtzugaben auf einer Seite. Das ist irgendwie doof, ne? Zeig nochmal, wie ist das andere Stück? Kannst du das andere Stück umlegen? Das andere Stück ist ja die Unterseite. Kannst du dort ja, aber die Nahtzugaben dann wegklappen? Nee, dann ist es auch in die falsche Richtung. Aber unten ist ja offen am Ende. Das könntest du noch korrigieren. Ach so, das ja. Dann leg die Rückseite um. Dann lege ich die Rückseite um. Okay, die habe ich schon mal umgelegt. Das lege ich nicht um. Kann man die nicht wegschneiden? Kann man die Nahtzugaben nicht wegschneiden? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall sollte man die wegschneiden, weil dann ribbelt sich das auf und dann verliert das Kissen seine Stabilität. Die Naht geht dir irgendwann auf und dann ist das Ganze kaputt. So. Das würde ich nicht tun. Nächste. Schaschlikspieß. So, Schaschlikspieß steckt. Da ist es schön, da ist es nicht schön. Dann mache ich das da so und so und sowieso. Ich merke gerade, dass das schwieriger ist, jemanden anzuleiten, als das selbst zu zeigen. Ja. Ich glaube, ich habe dich gerade verwirrt, Anna. Du, das macht nichts. Wir kriegen das hin. Wie gesagt, guck mal, hier ist es. Pass auf.
Hier so soll es nämlich sein, wie immer. Also, hier ist nämlich, beide Nahtzugaben gehen nach links und rechts rüber. Ja. Und hier geht nach links und rechts. So soll es eigentlich sein. Und dann kann man nämlich hier vorne in dieses drei, also in den Punkt reinstechen, ganz bequem. Da steche ich den Schaschlikspieß einmal von vorne und dann suche ich mir nämlich von hinten den Punkt und steche auch da durch. Und dann ist das auch schön flach, alle Nahtzugaben liegen außen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich das eben fünfmal wieder umgedreht und nochmal getauscht und Tralaliti gemacht habe. Ich bin total verwirrt mit meiner Bügelvorgabe. Und ja, macht nichts. Viele andere. Das zweite Mal wird immer besser. So, Schaschlik links und rechts. So. Oh. Schluck trinken. Gibt es nicht extra Quiltnadeln? Fragt die Gudrun. Du meinst damit Stecknadeln, richtig? Normalerweise sind Patchwork-Nadeln sehr dünn. Die sind, weil man eben oft drüber näht. Also das ist so die klassische Patchwork-Stecknadel. Also ich bin ein Nadelfetischist. Mir ist das total wichtig, welche ich verwende. Ich schwöre auf die von Tulip. Das sind, da gibt es einmal diese langen, die werden auch für Bekleidung viel genutzt. Und diese etwas kürzeren, wir haben die bei uns auch im Shop. Ich finde die total wichtig, weil die ich finde die total gut, weil die so scharf sind. Und das, ich finde das Wichtigste an Stecknadeln, dass sie scharf sind. Renate fragt nämlich, was wir empfehlen können. Es gibt zwei, die ich persönlich empfehlen kann. Das eine ist die von Clover und das andere sind die von Tulip. Tulip ist so der Ferrari unter den Nähnadeln. Wir haben die bei uns im Shop. Das ist eine japanische Firma. Mein Schaschlik drin gelassen. So, wenn ich nämlich jetzt beim letzten angekommen bin, das kann ich nämlich jetzt auch noch mal ein bisschen deutlicher sagen, sehe ich ja, wo die Spitze von meinem Dreieck aufhört. Und genau da nähe ich dann jetzt durch. Also ich habe genau an dieser Stelle jetzt hier, wo diese Naht aufeinander trifft. Und genau da setze ich jetzt meine Naht einmal dann da durch, sodass an dieser Stelle die Spitzen aufeinandertreffen sollten. Wenn alles gerade ist, dann geht das auch eigentlich ganz gut auf. Genau, aber dadurch, dass ich die Nahtzugaben bei dem anderen, ich habe das eine tatsächlich jetzt einmal gedreht, weil anders hätte ich nicht gesehen, wo ich denn da lang nähe. Also, tülüt, da reden wir nicht drüber. Aber wenn das so gebügelt ist, wie es gebügelt sein soll, dann sieht man das halt wirklich sehr schön, wo man da lang gehen muss. So, Stunde der Wahrheit. Genau. Tschuk, tschuk, tschuk. Ich mache das aber auch beim Klamottennähen mit diesen Doppelstecktechnik. Also wenn ich so Nähte habe, was weiß ich, einen Arm einsetzen oder so, ne? Dann mache ich das auch und ich lasse da auch die Nadeln drin. Mäp. Mäp ist doof. Hast du einen Verrutscher? Ja, und zwar einen doofen. Das geht nicht. Also der ist gut, der ist verrutscht und den mache ich auf. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Klapp nochmal um. Kann das sein, dass die Lagen nicht korrekt aufeinander waren? Wenn du es nochmal so zurückklappst, das sah halt an der Nähmaschine so aus, als wäre die untere Lage nicht da, siehst du? Die untere sieht ein bisschen länger aus, kann das sein? Nee, das liegt daran, dass ich hier nicht sehe, wo das Dreieck auf der anderen Seite ist, weil ich die Nahtzugaben da ja in die andere Richtung gepackt habe. So, das ist aber nicht schlimm, ich muss da nicht viel auftrennen. Das sind tatsächlich, ich muss nur die Spitzen nochmal neu nähen, weil ich habe die nicht gesehen. Schaschlik hin oder her. Mhm. Aber dadurch, dass ich die Nahtzugaben naja so komisch drüber habe, sehe ich da nichts. Macht nichts. Ich mache das mal nach meinem Trick. Ich mache das nicht mit Schaschlik. Ich lege mir das nämlich innen drin zusammen und fixiere das dann vielleicht. Zeig mal, wie du das machst. Muss ich erstmal aufkriegen. Gefahrfrei. So. Ich mache das tatsächlich so, dass ich mir gucke, dass ich die rechte Spitze auf die rechte Spitze gelegt kriege. Okay. Ne, weil ich habe ja hier das Problem mit diesem, okay, mit deinem Schaschlik quasi, ne? Das ist, Im Chat so. Ist gerade eine Nadeldiskussion entbrannt. Da fragt die Gesa, wie ich die Little House Pins finde. Ich habe damit lange genäht, ich finde die gut, ich finde Tulip noch besser. Und ich habe festgestellt, gutes Equipment ist echt beim Nähen Gold und gute Sachen hat man für viele, viele, viele Jahre.
Und deshalb habe ich irgendwann entschieden, ich investiere in sehr gute Stecknadeln und die habe ich eben lange und die bleiben aber total scharf und die sind elastisch und also für mich ist das tatsächlich, ja, also Tulip-Nadeln sind relativ teuer. Die Patchwork-Nadeln, da sind 60 Stück drin, die kosten 9,50 Euro und bei diesen anderen, da sind tatsächlich manchmal nur 15 Stück drin und die kosten trotzdem 9,50 Euro. Also das sind relativ teure Nadeln, die halten aber ewig und die brechen nicht, die biegen nicht, die sind... Also ich schwöre auf diese Nadeln. Ah, geht. Wie sieht's aus? Besser. Nein, ja, natürlich super sieht's aus. So, und hier ist nämlich genau das gleiche Problem. Kimi findet deine Tasse toll. Oh, ich mag die auch total gerne. Und ich freue mich auch immer wieder über neue Tassen, wenn ich wieder was entdeckt habe. Letztens auf Instagram habe ich auch nochmal was gezeigt. War, ist zwar keine klassische Nähtasse, aber ich fand die auch so großartig, dass ich die dann einmal zeigen musste. Insgesamt könnt ihr sehr gerne uns auch auf Instagram folgen, sowohl mir als auch Barbara. Immer gerne. Beide dort vertreten. Genau. So. Ach so, ich wollte noch kundtun, falls ihr Lust habt auf Patchworken und es euch an Material fehlt, dann möchte ich euch wärmstens unseren Shop ans Herz legen. Das mache ich nachts.com und dort findest du eine große Auswahl an Patchwork-Stoffen. Dort haben wir auch schon fertige Sets zusammen. Wenn es schwer fällt, da schöne Kombinationen zu finden, können wir vielleicht helfen. Dort findest du auch Fliese und all Zubehör. Und wir haben einen Rabattcode für heute, nur für heute. Anna, A-N-N-A. Und mit diesem Rabattcode bekommst du bei uns im Shop auf Stoffe und auf Fliese heute 10%. Also wenn du den Rabattcode musst du nochmal nennen, weil du gerade nämlich komplett draußen gewesen bist. Da hat es das Internet zerschrotzelt. Oh, okay. Der Code ist einfach. Der heißt Anna. Anna, wie man es schreibt. A-N-N-A. So, ich mache das. So Rabattcodes, die 3 Kilometer lang sind, wo man sich auf dem Weg 15 mal verschreibt. Deshalb haben wir uns das sehr einfach gehalten. Der gilt heute für uns im Shop auf Stoffe und auf Zubehör. So. Anna groß oder klein geschrieben? Großes A, 2 kleine N, kleines A. Wie der Name. 10% hast du gesagt oder wie viel waren das? Ja, auf alle Stoffe und Zubehör. Wir haben vorrangig Patchwork-Stoffe. Es gibt aber natürlich auch ein paar Materialien, die auch unter Bekleidern sehr beliebt ist. Wir haben zum Beispiel ein relativ großes Sortiment an Liberty London. Und daraus nähen sehr viele Menschen Klamotten, Blusen vor allem. Also die sind sehr, sehr beliebt. Wir haben auch Flanell. In dieser Woche kommt noch eine ganze Menge dazu. Das nähen ja auch viele Schlafanzughosen draus oder Flanellhemden. Wir haben so einen ganz tollen Americano in dieser Woche. Der sieht fantastisch aus als Flanellhemd. Das ist ja gerade ein Riesentrend, Flanellhemden. Also solche Materialien haben wir schon, aber wir haben jetzt eigentlich kein klassisches großes Bekleidungssortiment, sondern wir halten uns an Baumwollstoffe für Patchwork-Projekte und Taschen. Wir haben Canvas, das gibt es auch bei uns. Also es gibt zum Beispiel ganz neu einen von Strawberry Fields und Rifle Paper. Da habe ich schon fantastisch schöne Röcke draus gesehen. Das sieht ganz toll aus, das Material. Wir haben bei unseren Stoffserien auch Inspirationsseiten. Das heißt, wenn du so ein bisschen eine Idee kriegen willst, ich finde den Stoff schön, ich weiß nicht, was ich daraus nähen will, dann kannst du auf der Inspirationsseite dir anschauen, was man da schön draus nähen könnte, was wir dazu kombinieren würden. Das soll dir ein bisschen eine Hilfe sein. Also ich freue mich über deinen Besuch bei uns im Shop und ja, vielleicht ist was dabei. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an die Lieblings-Steffi. Die habe ich nämlich gerade im Chat gesehen und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich weiß nicht, ob ich verraten darf, warum ich das gerade sage. Deswegen sage ich das nicht. Aber wir denken an dich und wird schon alles. So, ich bin dabei, nachdem ich das andere zum dritten Mal aufgetrennt habe, die Nahtzugaben irgendwie auseinander zu bügeln, soweit es mir Tröstet möglich dich ist. Das, wenn ich dir sage, dass das nie aufhören wird. Egal, Nein. Wie lange du das machst, immer wieder Nahtkreuze auftrennen wirst als Patchworker. Daran muss man sich dann einfach irgendwie gewöhnen. Das ist gar nicht so einfach.
Das ist beim Nähen von Klamotten übrigens ähnlich, denn auch da passiert es dann immer mal wieder. Ich habe es auch letztens wieder geschafft, eine Kapuze falsch rum anzunähen. Ne? Da denkt man so, oh Gott, warum? Warum? Ja, aber, also gerade so Nahtkreuze, das bleibt. Das wird immer wieder ein Thema sein, wo man dann doch nochmal auftrennt. Aber es ist ja auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich möchte noch einen letzten Tipp geben, wo du gerade die Reihen zusammensetzt. Wenn man Reihen zusammensetzt, fängt man beim Patchworken immer damit an, dass man den Anfang und den Endpunkt aneinander setzt. Der wird erstmal fixiert mit einer Nadel. Dann kümmerst du dich um die Nahtkreuze, damit die stimmen. Am besten links und rechts davon immer eine Nadel, die du beim Nähen drin lässt. Und wenn du dann feststellst, und das kommt vor, dass die Teile nicht exakt aufeinander passen, dass irgendwo zwischendurch ein Teil etwas weiter ist. Ich hatte so ein bisschen darauf spekuliert, dass das irgendwo passiert und ich das erklären kann, aber die Anna hat so akkurat genäht und zugeschnitten, dass das nicht passiert ist. Deshalb erkläre ich das jetzt einmal in der Theorie. Dann würde ich dir empfehlen, zwischendrin noch ein paar Nadeln zu setzen, um diese Nährmenge, die du auf einer Seite hast, auf deine Fläche zu verteilen. Und das ganze Teil dann so rum zu nähen, dass die Seite, die ein bisschen mehr Menge hat, also die etwas breiter ist, dass du die nach unten legst, weil dein Transport transportiert deinen Stoff immer einen Hauch besser als dein Nähfuß. Das heißt, deine Mehrmenge wird dort besser wegtransportiert. Und dann führt das dazu, dass du am Ende doch wieder gerade Streifen hast, auch wenn dir zwischendurch sowas passiert ist. War das jetzt halbwegs verständlich? Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe tatsächlich mich eher auf mein Bügeln hier gerade konzentriert. Ich vertraue dir blind, dass das kein Quatsch war. Außerdem kann ich sowieso nicht kontrollieren, weil ich ja keine Ahnung habe, wie das alles funktioniert. Dann spekuliere ich jetzt einmal darauf, dass das so verstanden wurde. Okay. Das ist alles super. Also ich bin jetzt zufrieden mit meinem Ergebnis hier oben drauf. Bist du zufrieden? Ja, also hier habe ich einen Mini-Versatz an der Seite. Da gucke ich jetzt nicht hin. Hier, das ist okay für mich und meinen inneren Monk. Und das ist auch okay dafür, dass es halt so dicke Stoffe sind. Finde ich, das ist okay. Ich weiß nicht, was sagt ihr da draußen, liebe Community? Finde, kann das man das so lassen? Schön. Ich mag auch dein Layout. Ich mag deine Verteilung. Das ist ja jetzt eher Zufall gewesen. So viel, wie ich schon vorher geplant habe, ist es ja nicht so geworden. Nachdem ich fünfmal wieder umgedreht habe. Am Ende des Tages alles gut, ne? Ja, sieht schön aus. Gefällt mir gut. So ist es. So. Ich habe extra hier meine Schneideunterlage. Und die hat ja Zentimetermaß, Gott sei Dank. Und ich habe mein langes Dreieck. Dreieck sage ich jetzt auch. Siehst du, hey, Dreieck. Ich kann nicht mehr. Heute Nacht träume ich von Dreiecken. Also mein Lineal, mein Rollschneider. Und jetzt muss man das zu 40 mal 40 zusammenschneiden. Genau. So. Gib mir Tipps. Wo fange ich an? Auf eine Frage eingehen. Es wird nämlich gefragt, ob man mit Flanell patchworken kann. Ja, das kann man. Baumflanell eignet sich hervorragend. Es gibt ganze Patchwork-Serien, die aus Flanell bestehen. Es gibt, Flanell ist super. Ich benutze Flanell total gerne für Rückseiten von Quilts, weil die so kuschelig sind. Also ich mag das sehr, sehr als Rückseitenstoff. Und es gibt aber auch Schnittmuster, die ganz toll mit Flanell aussehen. Zum Beispiel haben wir in unserem Shop so ein Schnittmuster von einem Hund, der Dogs in Sweaters heißt, der so ein Dackel, der so Sweatshirt anhat. Und das sieht halt total cool aus, wenn man dann so diese Flanellteile dort einsetzt. Also Flanell und Patchwork auf jeden Fall. So, ich habe jetzt mal ausgemessen, wenn ich jetzt mich an diesem Ding hier orientiere, an dieser Linie hier, ne, bin ich mit Nahtzugabe auf 40 Zentimeter. Eigentlich hätten wir 42 haben müssen, ne? Das finde ich nicht schlimm. Ich nehme meine Kissen, ist ja nicht dramatisch. Weil die dann besser gefüllt sind. Ja, macht auch nichts. Ich wollte nur gerade sagen, dass ich mich jetzt daran orientiere. Dann kann ich nämlich bei der 40 hier mein Lineal dranlegen und oben komme ich bei meiner 40 wieder raus. Das liegt auch parallel. Dann kann ich das nämlich hier abschneiden. Korrekt? Ich habe nur eine Chance. Ja. Ja. Ich nehme jetzt den Rollschneider und ich werde ihn benutzen. Ich setze jetzt da unten an und schneide das ab. Ja? Ich habe eine Chance. Den Teil möchte ich noch sagen. Wenn du sowas schneidest, eine ganze Länge, du musst wirklich Druck auf dein Lineal bekommen. Und ich würde dir im Zweifel empfehlen, wenn hier. Du nur eine Chance hast, halt deine Hand zuerst unten drauf, schneide den unteren Teil, versetze deine Hand dann nach oben und schneid den oberen, weil es dir sonst leicht passieren kann, dass dir der obere Teil des Lineals wegrutscht und du hast nur eine Chance jetzt gerade. Also lieber einmal die untere Teil stoppen, Hand umsetzen, oberer Teil. Das ist wirklich nur, es ist die sichere Variante. So, erste Seite ist weg. So, dreh ich um. Nochmal.
Spiel. Spannend. Selbes Spiel, an die 40 legen. Und schneiden in zwei Akten. Jo. Das ist wirklich ein Problem beim Patchworken. Du musst Druck auf das Lineal bekommen und ganz, ganz viele verrutschen. Deshalb will ich dir sofort zu dieser zweiteiligen Methode raten. So. Fertig. Sind wir rundum? Spinne rundum. Ja, Moment, ich habe hier 40, 40, 40, 40. Ja? Liebe Anna, was du jetzt einmal machen musst, du musst jetzt einmal drumherum nähen. Wir haben ja beim Patchworken an keiner Stelle die Nähte verriegelt. Und die würden sich jetzt auffriemeln, weil die nicht verriegelt sind. Du würdest also jetzt einmal schmalkantig, weniger als deine spätere Nahtzugabe, einmal drumherum nähen. Das machst okay, du kann ich die Overlock nehmen? Bitte? Kann ich die Overlock nehmen? Ja. Ja. Kannst gut, du? Da ist jetzt das zwar rosa drauf, aber das macht das egal. Geht natürlich jetzt schneller und du machst es so, dass die Innenseite oben liegt, damit du eben sicherstellen kannst, dass sich jetzt nicht wieder die Nahtzugaben aufstellen dabei. Die musst du ja ein bisschen flach halten, ne? Die Innenseite oben? Ich hätte das jetzt so gelegt, dass die Nahtzugaben unten sind. Dann hast oben. Du keine Kontrolle über sie. Wenn okay. Du sie oben liegst, wer jetzt keine Overlock-Maschine hat... Wer keine Overlock-Maschine hat, kann auch mit der Nähmaschine ganz normal versäubern mit einem Zickzackstich einmal drumherum. Ich habe jetzt hier genau, die Overlock das ist und. Aber am Ende eines jeden Quiltprojekts wichtig, damit das nicht am Ende sich irgendwie aufwirbelt. Also eine Overlock ist schon echt super. Guck mal, das, du hättest jetzt darüber keinen Überblick, wenn du es von oben nähen würdest. Melanie schreibt, das ist richtig spannend. Essen muss jetzt warten. Ja, ich finde es auch spannend. Wie gesagt, es ist ja Gott sei Dank hier kein Geruchsfernsehen. Ich bin klatschnass geschwitzt, ehrlich. Vom Dreiecke nähen. Tö. Christina sagt, das ist ein guter Tipp mit dem Verbesten der Hand. Weil sonst ist das lineal verrutscht. Ja. Annika schreit, Hilfe Barbara. Annika, was passiert? Ich habe überall genau genäht. Mich würde interessieren, woran es jetzt liegen könnte. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe jetzt den ersten Teil deiner Frage nicht mitbekommen. Du hast ein Problem mit den Maßen. Habe ich das richtig gesehen? Ich weiß jetzt nicht so genau, woran es liegt. Im Zweifel kannst du ja bei diesem Projekt einfach immer links und rechts die Dreiecke annehmen. Moni findet auch, das Essen muss warten. So, liebe Barbara, und jetzt überlegen wir nochmal zurück. Jetzt überlegen wir nochmal. Jetzt folgendes tun. Entschuldige? Anna? Mach du zuerst. Annika, du kannst jetzt folgendes tun. Du kannst entweder eine weitere Dreiecke in deine anderen Reihen setzen, um dein Projekt in Summe breiter zu bekommen. Das ist ja bei diesem Dreieck kein großes Problem. Du kannst aber auch mit einer sehr schmalen Nahtzugabe arbeiten und hast dann ein bisschen kleineres Kissen als 40-40. Das ist ja das Gute am Patchworken. Bei Klamotten ist das schlecht. Wenn ein Zentimeter fehlt, dann sitzt es etwas spack. Bei einem Kissen oder einer Tasche ist das am Ende total egal. Das sieht kein Mensch. Du hast dann einfach dein Kissen etwas mehr ausgefüllt, weil es eben 38x38 ist und nicht 40x40. Also das ist auch eine Option. Du kannst es so oder so retten. Es wird ein Kissen. So, ich habe rundherum jetzt mit der Overlock versäubert, damit da nichts mehr aufgehen kann, hoffentlich. Ja. Und wir hatten jetzt uns im Vorgespräch ja darüber unterhalten, dass man das ja jetzt, wenn man richtig quiltet, patchworkt und so weiter, hier ja jetzt eigentlich noch was drauf käme. Da wir das weder in der Vorbesprechung, also nicht nach draußen gegeben haben, dass man was vorbereiten soll oder ähnliches, würde ich fast vorschlagen, das überspringen wir jetzt einfach. Die Kenner wissen, worum es geht. Die keine Ahnung haben, müssen es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt wissen, weil es geht ja auch so. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt 12:30 haben, okay. So viel zum Thema, wir nähen ja nur ein olles Kissen, würde ich vorschlagen, dass wir das Kissen tatsächlich jetzt in Ruhe zu Ende nähen mit dem Hotelverschluss, dass wir das erklären. Und wenn wir damit fertig sind, zeige ich gerne noch die anderen Sachen, was man da noch mit entsprechender noch machen kann. Wäre das ein Plan für dich? Okay. Einverstanden. Gut. Dann also, habt ihr ja Hotelverschluss. Dann habt ihr ja jetzt hier die rechte Seite oben liegen und ihr habt ja zwei weitere Stücke. Und wie man hier sehen kann, tada,
das sind tatsächlich die Reste von diesem Blusenkleid, was ich jetzt hier dann da genommen habe. Deswegen bin ich hier tatsächlich in absoluter Resteverwertung heute. Eine Hose vom Kamerakind, ein Kleidrest von mir. Es ist ein, Schatz, es ist ein Familienkissen. Oh, nein. So, wir legen jetzt die Sachen übereinander. Wir haben einmal das kleinere Teil und einmal das größere Teil. Ich beginne jetzt immer mit dem größeren Teil. Und da sollte man eine Seite auf jeden Fall noch versäubern. Deswegen, wenn du das noch nicht getan haben solltest, weil ich das auch nicht gesagt habe, dann kannst du jetzt entweder mit der Overlock über diese eine Seite drüber gehen. Du kannst es aber auch, wenn du mit der Nähmaschine nähst, zweimal einschlagen und dann mit einem Geradstich drüber gehen. Das geht auch. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit der Overlock versäubert, deswegen bügel ich mir das jetzt nur einmal für einen Zentimeter um. Und nicht zweimal. Das ändert an dem Hotelverschluss gleich nichts. Es ist nur, da geht nur darum, dass nachher schön eine schöne Naht von außen ist. Das heißt, ich klappe das jetzt mir einen Zentimeter um. Wie gesagt, wenn du es nicht versäubert haben solltest, dann schlägst du es einfach zweimal um, gehst mit dem Bügeleisen dann drüber und kannst es dann auch festnähen. Dann passiert da an der Stelle auch nichts. So. Das habe ich jetzt gebügelt und das heißt, ich nähe das jetzt einmal zusammen. Hier würde ich jetzt auch nicht verriegeln, wenn ich ganz ehrlich bin. Wer ist verrutscht? Kamera ist verrutscht. Wo muss ich die denn hinfahren? Ja, das sieht gut aus. Da, da, ne? So, ja. Ha. Gut. Also wie gesagt, entweder einmal umgelegt oder zweimal umgelegt. Man könnte jetzt auch noch mit Stecknadeln arbeiten, das Ganze sichern. Aber dadurch, dass man das gebügelt hat, hat man hier wirklich eine schöne glatte Kante. Und dann kann ich das hier einmal mit einem ganz normalen Geradstich festnähen. Es gibt auch diese Bügellineale. Ich finde die total hilfreich, damit du sehr akkurat umbügeln kannst. Ja, da und das sind nicht diese Handmaße hier übrigens. Weil wenn man da drüber bügelt, dann sieht das... Ja, die Wellen. So aus. Wenn, genau. Und ich zeige mal eben Bügellineal. Moment. Also vertraut mir, es funktioniert nicht. Habe ich schon für euch ausgiebig getestet. Jetzt ist für einmal durchs nächste Mal gekippt. Ich habe jetzt hier so ein Bügellineal. Da kannst du drüber bügeln. Das heißt, du kannst deine Kante einfach da drüber legen und kannst auf einer großen Fläche sicherstellen, anhand dieser Linealeinzeichnung, dass du völlig akkurat bügelst. Und das ist auch eine große Hilfe, wenn du jetzt zum Beispiel zweimal einschlagen würdest. Also ich finde diese Bügellineale absolut großartig. Das sind die von Clover, die gibt es aber auch von Prim. Die sind eine ganz tolle Anschaffung, auch bei Säumen und so. Die helfen sehr. Also ich finde die super. Jetzt nehme ich mir das zweite Teil. Hier habe ich jetzt zwei Seiten mit der Overlock versäubert, aber geschenkt. Also auch da klappe ich jetzt einmal das für mich einen Zentimeter um. Wenn du es nicht versäubert hast, kannst du es, wie gesagt, zweimal einklappen, einmal kurz drüber bügeln. Also wenn du es in zwei Schritten machst, einmal bügeln und dann nochmal klappen und dann nochmal bügeln. Ne? Genau. Also nicht in das einem. Das verschwindet weil sonst ja später im Inneren. Und das Wichtige ist ja eigentlich so ist nur, es, dass die es nicht aufribbeln kann. Genau. Und, weil an der Stelle ja immer mal wieder das Kissen-Inlay ja rein und rausgenommen wird zum Waschen oder sowas. Das wäre ja dann blöd, wenn es an der Stelle ausfranst. Auch das nähe ich jetzt wieder einmal fest. Auch Nähfüßchen breit. Barbara, in der Zwischenzeit kannst du ja vielleicht nochmal erzählen, was das für ein Trümmer da hinter dir ist. So, diese was man damit Maschine. Macht. Ja. Also, ich war ja mit der Anna gemeinsam beim Nähpark und wir haben im Herbst dort gemeinsam die virtuelle Hausmesse betreut. Da haben wir uns auch kennengelernt. Das ja. war ein wunderschönes Wochenende. Das und ich habe schön, dort ja. diese Maschine vorstellen sollen und habe mich dann natürlich eingearbeitet und ich war schockverliebt. Ich habe entschieden, ich kann da nie wieder hinfahren. Das ist viel zu teuer, diese Veranstaltung für mich, weil ich musste diese Maschine tatsächlich am Ende selber haben. Das ist eine Quilting-Maschine und damit kannst du diese Muster nähen, die man eben auf Patchwork-Decken findet. Die hat halt eine riesen Auflagefläche und du bewegst quasi deine Decke unter dieser Naht. Also du hast keinen Transporteur in so einer Maschine und das ist, ich bin leider noch viel zu wenig dazu gekommen, die ganz, ganz viel zu nutzen, weil wir gerade richtig, richtig gut zu tun haben bei uns. Jetzt Lockdown ist ja immer eine Zeit, wo Menschen sich gerne mit Nähen beschäftigen und insofern haben wir ganz gut zu tun. Aber ich hoffe, es kommen auch wieder Zeiten, wo ich die etwas mehr nutzen kann, weil ich bin mega verliebt in diese Maschine. Das ist totaler Luxus, das ist totaler Schnickschnack will ich es nicht nennen, aber es ist schon Luxus, so eine Maschine zu haben, aber ich freue mich wie ein
kleines Kind, dass ich diese Maschine in meinem Leben habe. Wir könnten jetzt eine Legende draus machen, liebe Barbara, und wir könnten sagen, du hast extra beim Nähpark um einen Tag verlängert mit deiner Familie, um den Tag zu nutzen und den ganzen Tag an dem Ding zu sitzen. Das ist auch eine schöne Legende. Und danach waren wir untrennbar. Ja, so, ich habe fertig. Jetzt geht es darum, das Ganze zusammenzubringen. Also, ich habe einmal, beginne ich jetzt mit dem langen Teil. Das lange Teil lege ich oben einmal bündig, wobei das jetzt mit bündig nicht mehr ganz so bündig ist, weil ich das natürlich mit 42 mal 42 zugeschnitten habe. Macht aber nichts. Ich bringe es erstmal jetzt, genau, oben bringe ich es jetzt erstmal bündig zusammen und da nehme ich mir tatsächlich jetzt mal einfach ein paar Klammern und, bitte? Bildausschnitt. So, da, ha! Hier oben. Also hier oben bringe ich das einmal rechts auf rechts aufeinander und das klammere ich mir jetzt einmal, um es einmal geklammert zu haben, weil dann kann ich nämlich gleich einmal in alle vier Ecken zur Liebe drin stecken, drumherum gehen. Also in der Mitte noch einmal. Da schreibt gerade jemand meine Dreiriege, sagt, das ist die Barbara. Ja, hallo, wer auch immer du bist. Wie süß ist das denn? So, wo ist mein zweites Teil? Da ist mein zweites Teil. Das zweite Teil lege ich jetzt von unten an die Kante dran, hier unten dran. Mhm. Und zwar mit der rechten Seite auch da drauf. Das heißt, wenn ich das jetzt ein bisschen versetzt nehme, hier hat man so einen kleinen Versatz. Das ist auch richtig so. Also das ist insgesamt länger als 42 cm. Auch hier bringe ich das jetzt erstmal nur unten übereinander. Da wird gerade gefragt, was die Maße der Teile sind. Also normalerweise hat man ja, wenn du ein 40-40 Kissen nähen willst, dann nimmst du einen Ausschnitt, der 42 mal 42 ist, damit du rundum 1 Zentimeter Nahtzugabe hast. In dem Moment würdest du diese Teile ja auch mit 1 Zentimeter mehr Nahtzugabe zuschneiden. Jetzt haben wir das an der Vorderseite etwas knapper gearbeitet, deshalb ist jetzt gerade die Rückseite etwas breiter. Das ist aber nicht schlimm, weil das jubeln wir am Ende wieder ab. Ja, und da ich das ja mit der Nähmaschine zusammennähen wollte, nicht nochmal mit der Overlock, überlege ich gerade, dass es vielleicht ganz schlau ist, das, was übersteht, eben abzuschneiden, wenn ich schon mal gerade dabei bin. Ja, nee? Mach das mit dem Wollschneider einmal weg. Genau, gerade zuckeln. So, und wenn ich ganz schlau gewesen wäre, hätte ich es da bündig angelegt und dann bräuchte ich nur eine Seite abschneiden. Eine Seite schneiden lassen. Das ist heute mit der Intelligenz, ist es nicht so weit her, ne, bei mir. Mein Gott. Ist doch alles gut, Anne. Das wird werden. Ja. So. Glatt hin. Einmal abschneiden. Vielleicht sollte ich irgendwann nochmal ein YouTube-Video dazu machen, mit mein erstes Mal und was du aus meinen Fehlern lernen kannst in 5 Minuten. Ich finde persönlich ja nichts hilfreicher, als anderen beim Fehlermachen zuzugucken, weil dann muss ich die ja nicht mehr selber machen. Ja, das Doofe ist nur, wenn du jetzt diesen Livestream in der Wiederholung guckst und von vorne wieder mit anfängst mit uns, dann läufst du ja immer wieder in die gleichen Dinger rein. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe. Ich kann ja jetzt schlecht nochmal nach vorne spulen und sagen, ach übrigens, geh bitte direkt auf Minute 73, weil da habe ich es versaut. Da lernst du dann, wie es richtig geht. Naja, es geht ja auch darum, dass wir hier zusammen Spaß haben. Das ist ja kein Tutorial in dem Sinne, sondern einfach, dass wir gemeinsam hier zusammensitzen und der lieben Barbara in diesem Fall lauschen können und Tipps und Tricks uns von dir abholen. Tanja sagt, wir sind zu schnell. Aber in Anbetracht der Uhrzeit und dass wir dieses Kissen nicht halbtags nähen wollen, müssen wir jetzt irgendwie aufs Gas drücken. Ganz ehrlich, das kann man doch keinem Menschen erzählen, dass man für ein Kissen 2 Stunden gebraucht hat mit Hotelverschluss. Wir nähen nicht mal mit Reißverschluss. Ich habe Kissen genäht, für die habe ich 2 Tage gebraucht. Ja, Patchwork mit denen, das stimmt. Nein, das ist kein Sprint, da hast du auch völlig recht, aber wir sind so bei Dreiecken. Ich möchte dir das mal sagen, ein Dreieckskissen ist nicht gerade das Einfachste in der Patchwork-Welt. Warum haben wir uns das ausgesucht? Ich glaube, das war meine Idee, ne? Ich habe gesagt, lass uns Dreiecke nähen. So, ich habe alle Dreiecke, ich glaube, das war meine Idee, Dreiecke zu nähen, ne? Jetzt weiß ich. Ja, du wolltest was mit Jeans machen und ich fand, das wäre ein gutes Projekt. Aber ehrlich gesagt, ich habe alles fertig. Jetzt nähe ich außen einmal rundherum Nähfüßchen breit mit dem ganz normalen Geradstich mit der Nähmaschine. Wer möchte, kann natürlich auch alles mit der Overlock machen oder sowas, aber da ja die meisten keine Overlock, oder nicht die meisten vielleicht, aber einige von euch keine Overlock haben, nähe ich das jetzt hier auch mit dem ganz normalen Geradstich mit der Nähmaschine zusammen.
Genau. Ich kann dich aber beruhigen, die Katharina schreibt uns gerade, sie hat viel Spaß mit uns. Das finde ich schön. Das ist schön. Das ist auch das Wichtigste. Das ist ja auch ein Unterhaltungsformat. Sie sollte ja auch Spaß haben. Wenn alles immer so todernst wäre, das wäre ja also, auch Quatsch. Ich finde, ich kann das ja mal schildern. Als ich das erste Mal live genäht habe, bin ich fast gestorben, weil ich die ganze Zeit dachte, und was passiert, wenn du einen Fehler machst? Viele Näh-Live-Abende später weiß ich, das ist total egal, weil wir machen alle Fehler. Mir ist in einer Live-Sendung schon der Stuhl unterm Hintern weggebrochen. Mich schockt nichts mehr. Und wir verbringen da Zeit miteinander und ich persönlich genieße das total, den Austausch mit anderen und auch im Chat. Ich lese da immer total gerne mit, sowohl hier als auch bei uns. Und ich freue mich, wenn das für euch ein unterhaltsames Format ist und wenn ihr vielleicht das ein oder andere noch mitnehmt. Ja, und wer nämlich jetzt Spaß und Lust an dieser Patchwork-Geschichte hat, der schaut heute noch in deinen Shop. Mache ich noch mal ein bisschen Werbung für dich. Denn da kannst du mit dem Rabattcode Anna heute für 10% shoppen. Nicht die Abo-Boxen. Magst du zu den Abo-Boxen vielleicht noch was sagen? Die sind am Anfang so ein bisschen runtergegangen. Also gestartet sind wir mit einem Näh-Abo. Und das ist auch bis heute noch so ein bisschen das Flaggschiff von Das mache ich nachts. Wir versenden einmal im Monat diese Boxen. Das ist jetzt die Box, die es im Januar gab. Die sehen immer so aus. Die sind mit extrem viel Liebe gepackt und konzipiert. Also da liegen Karten dabei, da liegen Gutscheincodes bei für Schnittmuster. Also mit jeder Box kriegst du auch ein Schnittmuster. Und ich mache jetzt eine Box mal mit dir auf. So, Moment. Und dann sind die ganz liebevoll gepackt. In diesem Monat widmen wir uns einem Taschenprojekt. Also hier ist ein Canvas drin von Rifle Paper. Hier ist der Innenstoff drin. Hier sind Echtlederhenkel drin. Hier ist noch Taschenzubehör drin. Du hast also alles, was du brauchst, in deiner Box. Und das bekommst du von uns einmal am Monat. Diese Boxen kannst du abonnieren im 6- oder im 12-Monats-Abo. Und wann immer wir welche haben, verkaufen wir sie auch als Einzelboxen. Im Moment sind leider nicht so viele mehr, weil wir schon relativ viele Boxen über das Abo abgeben. Aber die sind eine Überraschungsbox an dich selber. In jedem Monat gibt es ein neues Projekt. Du weißt nie, was drin ist. Und ich hoffe, dass diese Boxen ganz viel Freude machen, all denjenigen, die diese Boxen bekommen. Und das Schnittmuster aus dieser Box ist auch das, was wir jedes Mal im Live nehmen. Also wir nähen über 3 Abende live. Wir treffen uns um 20 Uhr. Wir schnacken auch viel. Und dann wird 3 Abende lang das Projekt genäht. So läuft das bei uns. Ja, Barbara, ich bin fertig. 4 Seiten geschlossen. So? Durch den Hotelverschluss habe ich ja jetzt hier nichts. Schneidest du die Ecken ab? Ja, und zwar in 2 Schnitten. Und zwar, es ist die erheblich bessere Taktik, eine Ecke einmal zur Ecke und von der Ecke wegzuschneiden. Also quasi 2 Schnitte zu setzen, als einfach stur in einem 45-Grad-Eckenwinkel die Ecke. Das ergibt die erheblich schönere Ecke. Weißt du, wie ich das meine? So? Schneid zur Ecke hin. Guck mal, ich zeig das mal hier an diesem Teil. Warte, ich brauche mal ganz schnell eine Schere. Also ich habe jetzt hier keine richtige Ecke, aber ich kann es dir zeigen. Du schneidest einmal zur Ecke, so. Ja? Und schneidest dann von der Ecke weg ein zweites Mal. Hast du das gesehen? Aber schon noch in diesem Winkel? Ja. So. Ein bisschen flacher noch. Bisschen flacher. Nee, das ist steiler, flacher. So. Genau. Jetzt an der Ecke vorbei. So, dass du die Ecke nicht durchstichst beim Wenden. Das ist jetzt schon relativ knapp, was du da geschnitten hast. Ein bisschen weiter weg. Okay. Ich habe ja noch 3 Ecken, da kann ich noch üben. Zwei flache Schnitte ich verstanden. Zur Ecke hin. Weißt du, wie ich das meine? Nö, aber... Also, hier habe ich flache Ecke. Ja, genau, das ist dann nicht im 90-Grad-Winkel dann oben ankommt, sondern ja, genau. Ist richtig. So habe ich das gemeint, wie du das gerade gemacht hast. Das ergibt die erheblich schöneren Ecken, wenn du eine Ecke ausformen möchtest. Dann weil ja mehr Material weggeschnitten ist, ne? Genau. Muss ich aufpassen, dass ich hier die Fadenreste nicht in meine Teetasse reinpacke, sondern das Ding ist natürlich ein echter Schwierigkeitsgrad bei dir. Ja, das ist so. Aber dieser Doppel-Eckenschneidetrick, den habe ich mir vor einigen Jahren angewöhnt und ich möchte den nicht mehr missen. Der macht so schöne Ecken. In allen 4 Ecken soll Liebe drin stecken. Jetzt gucken wir mal, was ich gemacht habe. Ich wende das Ganze. Ich hoffe, du hast die Ecken jetzt nicht so nah geschnitten, dass sie sich jetzt durchstechen. Vielleicht mal vorsichtig mit Fingerpopeln und nicht mit einem Hilfswerkzeug. Sieht gut aus.
Die Dreiecke sind ja nicht versäubert. Frieselt sich der Stoff jetzt nicht auf? Wir haben ja noch einen kleinen Moment Zeit, um über eine andere Technik noch zu sprechen, okay? Ich bereite dann vor, aber jetzt möchte ich erstmal hier zeigen, wie das dann fertig aussieht. Dann drehe ich es gleich wieder zurück. So, so sieht das Ganze aus. Mhm. Und da kommt jetzt dann das Kissen dazwischen. Und da ich tatsächlich nur ein einziges 40x40 Kissen habe, muss ich das aus dem anderen Ding erstmal rausfummeln. Also das ist ja mein erster Versuch gewesen. Da ist das Kissen noch drin. In der Zeit kannst du ja schon mal ein bisschen was erzählen. Okay, alles klar. Normalerweise ist das so, dass man als Patchworker diese Seite nicht roh lassen würde. Also du hast ja jetzt auf der Innenseite deines Kissens diese ganzen offenen Nähte. Was man normalerweise macht, wenn man ein Kissen näht, man bügelt dahinter entweder ein Vlies oder man nimmt ein Vlies. Da kannst du Quiltvlies nehmen, da kannst du Thermolan nehmen oder auch H630 von hinten drauf bügeln. Und dann legt man nochmal ein Stück Stoff dahinter. Das heißt, du baust ein Sandwich. Dein Vorderteil, ein Vlies, eine Rückseite. Ja, das nennt man beim Patchworken Sandwich. Und dieses Stück würdest du dann mit Nähten nochmal absteppen. Kann man das hier sehen? Also hier sind ganz viele Nähte, die das Ganze fixieren. Im Grunde ist das, das nennt man Quilten. Und das ist in sich eine totale Kunst. Also das kann man entweder mit diesen einfachen Linien machen. Man kann aber auch ganz viele Muster drauf machen. Man kann auch, und ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, bei diesem Kissen zum Beispiel, ich halte es mal ganz nah ran, ich hoffe, man kann das sehen. Ja, man kann das sehen. Da sind so Bögen abgesteppt. Das macht man zum Beispiel mit Hilfe von Schablonen. Da nimmst du dir eine Schablone. Sowas haben wir im Shop, die sind immer total schnell ausverkauft. Wir kriegen aber diese Woche noch eine Riesenlieferung. Da sind dann endlich mal viele. Dann nimmst du dieses Muster mit einem Stift und nähst das nach. Das dauert ein bisschen. Also das ist kein Projekt, das meine ich damit. So ein Kissen dauert auch mal 2 Tage und nicht 2 Stunden, wenn man eben sich an solche Raffinessen wagt. Das gibt aber deinem Kissen eine unglaublich schöne Textur. Das wertet das ganze Projekt so auf. Das sieht so hübsch aus, diese Nähte. Das kann ich dir total empfehlen. Was im Zweifel auch immer noch eine gute Variante ist, sind so wie hier, einfache gerade Linien. Da brauchst du einfach nur, ich hoffe, man sieht das in der Kameraqualität. Mhm. Das sind einfach nur Längslinien, die da drüber gehen. Auch das kannst du machen. Du kannst natürlich dem Ganzen noch so ein Beinding verpassen und das gibt dann einen schönen Rahmen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun. Und in dem Moment, wo du eine solche Schicht dahinter legst, geht das Ganze beim Waschen auch nicht auf. Also dein Jeans-Projekt wird auch jetzt stabil bleiben, liebe Anna. Deshalb, weil du auch eine relativ großzügige Nahtzugabe hast. Wir haben ja wirklich den Zentimeter genommen. Das ist viel, das ribbelt nicht auf. Wenn du dich an das amerikanische Maß hältst, was beim Patchworken üblich ist, dann ist die Nahtzugabe sehr wenig. Und da kann es dir sonst tatsächlich passieren, dass bei viel Waschen dein Projekt wieder aufgeht. Und das wäre ja ein Jammer. Also da würde ich dir tatsächlich dazu raten, etwas dahinter zu packen. Dann kannst du das über Jahre waschen und deinem Kissen passiert nichts. Genau, jetzt haben wir fertig. Und liebe Barbara, die beiden Maße von dem, was ich überlappen soll, ist vielleicht für dieses Kissen ein bisschen zu kurz geworden, weil es springt auf. Es springt auf. Okay. Und zugegeben hätte ich es auch andersrum machen sollen, dass die lange Seite über der kurzen Seite ist. Ich mache das bei meinen. Das hat jetzt ein bisschen damit zu tun, dass das Kissen ein bisschen kleiner geworden ist. Das heißt, bei einem 42er Kissen wäre das wahrscheinlich, würde das nicht springen. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr. Etwas schmaleres genommen. Das ist schon sehr wenig hier, ne? Also selbst bei einem größeren Kissen, das überlappt sich nicht sehr, sehr viel. Also ich versuche bei mir, wenn ich die Sachen mache, immer deutlich zu überlappen. Ich zeige das mal bei diesem hier. Das ist jetzt ein bisschen zu viel geworden, aber das geht ungefähr bis hierhin. Das mache ich als Überlappung. Also ich mache das so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel ungefähr. Ganz viel, ne? Genau, ganz viel, damit das nämlich, wenn es sich so zieht, da nicht aufziehen kann. Ich nähe immer verdeckte Reißverschlüsse. Und ich finde genau, das aber Reißverschluss wollten wir ja heute nicht machen, weil wenn wir jetzt noch mit Reißverschluss angefangen hätten, wir wollten es ja so einfach wie möglich haben. Was ich aber sagen möchte, wir haben dafür ein Tutorial auf dem Blog. Also wenn du das gerne nähen möchtest, wenn dir das besser gefällt mit einem verdeckten Reißverschluss, dann findest du auf dem Blog unter Tutorials eine Anleitung, wie das geht. Das finde ich die schönste Variante für Kissen. Ich persönlich. Das ist das, was ich besonders gerne mag.
Wem das jetzt genauso passiert wie mir, dass es da ein bisschen aufspringt, da könnte man jetzt zum Beispiel auch noch Knöpfe dran machen. Ne? Dann sieht es vielleicht auch nochmal ganz hübsch aus, vielleicht irgendwie so Jeansknöpfe oder als sowas. Akzent, als Akzent dann auch nochmal. Dann hat man sich, dann muss man das jetzt nicht irgendwie nochmal neu machen oder sowas, sondern dann würde man dann jetzt hier Knöpfe und Knopflöcher dann vielleicht nochmal dran bringen. Oder Druckknöpfe geht ja auch, die kann man ja auch ganz easy anbringen und dann springt das nicht auf. Ansonsten, ja, so. Ich hätte es dann andersrum gemacht, das war jetzt in dem Fall tatsächlich mein Fehler. Man hätte erst das kurze und dann das lange vielleicht drauf machen sollen, dann wäre es vielleicht nicht ganz so schnell gesprungen oder so, dass es nicht zu zieht. Aber so als Faustregel für einen Hotelverschluss ist immer ganz gut, so ein Drittel mal ein Drittel, dass man das hier entsprechend dann noch so hat. Dann hat man das, selbst wenn hier so ein bisschen Spannung draufkommt, dann macht das nichts, wenn man etwas mehr in der Mitte dann entsprechend hat. So, die Melanie schreibt aber, du hast das sehr, sehr schön gemacht. Das finde ich auch. Danke. Melanie, ich lasse es auch einfach so rumliegen. Wie geht's dir denn mit deinem ersten, zweiten Dreieckskissen, ersten Jeansprojekt? Tja, also ich bin echt fix und fertig jetzt. Ich brauche gleich mindestens einen Kaffee, wenn nicht sogar zwei. Ich bin tatsächlich, mein Kopf ist. Ich habe unfassbar viel gelernt, liebe Barbara. Halte fest, ich werde heute Nacht davon träumen. Morgen gibt es auf Instagram sicher eine Story, wo ich erzähle, ich habe davon geträumt. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen. Ich weiß, wenn ich das nächste Projekt dieser Art machen würde, mit dem, was ich jetzt heute gelernt habe, wäre das A, nochmal viel, viel ordentlicher. Ich bräuchte das wahrscheinlich dann gar nicht so hin und her denken. Und den einen oder anderen Knoten, den hat es tatsächlich bei mir gelöst, nachdem ich dann gesehen habe, was du meinst mit Nahtzugaben hin und her bügeln. Vielleicht muss man es einfach mal erfahren haben, so wie ich heute, damit es einfach im Hirn ein bisschen mehr verknüpft wird entsprechend. Deswegen ich bin total begeistert davon. Also dafür, dass ich das ja noch nicht so häufig gemacht habe, super aus. Bin ich da sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Ich weiß auch schon, wer sich darüber freuen wird über dieses Kissen. Das ist, jetzt muss ich nur noch ein Inlay besorgen, weil ich hab ganz viele 30x30 und 50x50 Kissen, aber nur dieses 41x40 Kissen. War auch schlau überlegt von uns. Ne? Aber ich möchte dir sagen, Anna, ich ziehe den Hut vor dir, etwas Neues live vor hunderten Menschen zu lernen und dann noch mit der Zeitvorgabe, die wir hatten, das ist Respekt. Wirklich, wirklich Respekt. Danke, liebe Barbara, das baut mich auf. Das zu tun. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich dich mit den Nachtzugaben so verrückt gemacht habe. Ich glaube, damit habe ich dich wirklich verwirrt und das tut mir total leid. Und du hast es super toll gerettet und in deinem fertigen Ergebnis sieht man das nicht an. Also ich bin auch, ich bin wirklich super, super, super zufrieden. Also bei meinem ersten sind die Spitzen nicht so exakt übereinander gekommen. Und den Schaschlik-Spieß, den werde ich mir auf jeden Fall auch merken, weil der ist super. Vor allem, wenn man halt vorher die Nahtzugaben richtig gebügelt hat, nicht so wie ich jetzt so tüdelüt, dann ergibt sich das ganz von alleine. Wie du sagst, das schiebt sich dann ineinander. Das habe ich ja an manchen Stellen gehabt, wo es ja aus Versehen dann richtig war. Da hat es dann funktioniert. Nein, ich danke dir viel, viel, vielmals dafür, dass du mich in die hohe Kunst des Patchworkens heute eingeführt hast. Vielleicht noch mal schauen, ob wir uns irgendwann anders noch mal wiedersehen, wo wir dann das Thermolan dann vielleicht noch mal mit drauf machen und der Schwerpunkt eher ein Quilten ist. Ne? Also, dass man den nächsten Schritt dann noch mal in einem anderen Live-So-Long dann entsprechend macht, um auch das Patchworken mit dem Quilten noch mal ein bisschen zu verbinden. Das ist ja schließlich dein Steckenpferd, wo du dann ja auch herkommst. Da habe ich Spaß dran, ja. Ich versuche jetzt gerade einmal dem Chat zu folgen und zu gucken, ob noch irgendwelche Fragen sind, die wir ganz dringend beantworten sollten. Aber da sind ganz viele Herzen und ganz viele liebe Menschen, die uns liebe Sachen schreiben. Ich hoffe inständig, es waren ein paar Tipps dabei, die helfen. Und wenn es nur einer war, der dich durch dein weiteres Nähleben begleitet und dir gute Dienste leistet, dann freue ich mich, wenn der heute dabei war. Ihr seht, ich bin Verfechter des Bügelns, ich bin Verfechter des Steckens. Ich ziehe keine Stecknadeln raus. Das sind so kleine Tipps, die helfen total für präzise Ergebnisse und wenn du die heute mitgenommen hast, dann freue ich mich. Das war ein schönes Schlusswort, liebe Barbara. Dann setze ich mein Schlusswort direkt hinten dran. Ihr könnt, wenn ihr entweder jetzt live mit uns fertig geworden seid oder auch fertig seid, so wie ich, oder auch später fertig werdet oder irgendwann die ganzen Sachen sehr gerne auf Instagram mit dem Hashtag LiveSoLong dann auch entsprechend posten. Dann finde ich nämlich auch eure Ergebnisse. Gerne auch den Hashtag, das mache ich nachts noch mit dazu nehmen. Dann sieht die Barbara das nämlich auch. Und wir freuen uns immer über alles, was gepostet wird zu den Sachen. Wir stecken da immer sehr viel Liebe und Herzblut in
in die Sachen rein. Und das ist sozusagen unser Lohn, wenn wir eure Ergebnisse sehen und ihr auch Spaß gehabt habt, was mitgenommen habt. Der nächste Live-Salon ist schon im Februar und da werde ich zwei Herren hier haben tatsächlich. Leonid und Matthias werden meine Gäste sein. Ihr wisst, ich bin mit Daten nicht so. 21. Februar, ist das der Sonntag? Ja, Kamerakind nickt. Also 21. Februar sind Leonid und Matthias meine Gäste. Wahrscheinlich auch wieder virtuell, so wie die Corona-Situation sich ja gerade abzeichnet. Das macht aber nichts. Wir nähen ein kleines Täschchen. Ich überlege, liebe Barbara, ob man das vielleicht auch direkt mit den kleinen Patchwork-Dreiecken dann auch noch machen kann, die du ja dazu gelegt hast. Das überlege ich mir nochmal. Jetzt habe ich Blut geleckt und lege los, genau. Die beiden werden auf jeden Fall dann im Februar meine Gäste sein. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt einfach. Ich bin fix und alle. Ich brauche meinen Kaffee jetzt ganz dringend. Ich lege dieses Kissen unter mich. Und wahrscheinlich fallen mir sogar noch die Augen zu. Ich werde morgen berichten, wie die Nacht gewesen ist. Ich wünsche jedem Einzelnen da draußen noch einen ganz, ganz schönen Sonntag. Schön, dass du mit dabei gewesen bist. Vielen Dank, liebe Barbara. Denk daran, gleich noch bei Barbara in den Shop zu gehen. Und ansonsten verabschieden wir uns und habt noch einen schönen Sonntag. Bis demnächst. Ciao.